Sie wissen, wir hatten gleich im November reagiert mit einer großen Gesprächsrunde. Über 600 Menschen sind gekommen. Und damals ging es eigentlich darum, erstmal für uns zu eruieren, was sind die Themen, die wir dringlich oder am dringlichsten besprechen müssen mit unserem Publikum. Und in der Folge, als Begleitprogramm zur aktuellen Ausstellung, gibt es 4 große Gesprächsrunden, wo wir das Gefühl haben, wir müssen die Dinge, die unausgesprochen sind, zwischen Ost und West, wir müssen auch inhaltlich über die Kunst in der DDR diskutieren und wirklich alles mal ganz deutlich aussprechen und auf den Tisch bringen. Daneben gibt es Kunstgespräche, Künstlergespräche, Künstler führen in ihre Arbeiten ein oder sprechen über unsere Sammlung, denn das, was wir da oben sehen, ist ja eine Sammlungspräsentation. Das heißt, es ist ein Querschnitt durch unseren eigenen Bestand. Und es gibt dann, und das war uns ganz wichtig, eben auch eine wissenschaftliche Reihe, wo wir Wissenschaftler auch aus dem Ausland eingeladen haben, die gesamte Debatte eben auch nochmal in einen größeren geopolitischen Zusammenhang zu stellen. Und eben auch, und gerade im Ausland, wurden Methoden entwickelt, wie man sich der Kunst der DDR besten nähert, sich mit ihr auseinandersetzt, auch das mit zu berücksichtigen. Ich freue mich auf den heutigen Abend, wo es um das Thema konform gegen nonkonform geht. Eigentlich ein bisschen komisches Thema. Man fragt sich, ist das eigentlich, sind das Bezeichnungen, die heute noch aktuell sind, oder ist das eigentlich Nachwendediskurs? Oder sollte man tatsächlich nach wie vor hier auch eine Unterscheidung treffen? Das ist die wichtige Frage, die damals bei der großen Runde aufkam. Eine Frage, die auch mich in den letzten Jahren eigentlich schon sehr beschäftigt hat. Und ich freue mich sehr auf und über unsere Gäste, die heute gekommen sind. Christoph Tannert ist dabei, Eckhard Gehlen. Hat zu seiner Altmannschule. Else Gabriel und Thomas Krüger. Und sie werden gleich en Detail vorgestellt von Wladimir Balzer, unserem heutigen Moderator, den Sie sicherlich kennen, wenn Sie seine Stimme hören. Er moderiert zum Beispiel auch im Deutschlandfunk, beim MDR zum Beispiel. Und ich habe ihn kennengelernt direkt nach dem Artikel von Frau Kaiser. Das war, glaube ich, im September im letzten Jahr. Ich hatte den Artikel noch nicht mal gelesen. Da hatte ich Herrn Balzer am Telefon und er hat mich ordentlich in die Mangel genommen. Und es hat mir aber sehr gut gefallen. Dann dachte ich, okay, das wird unser Moderator des heutigen Abends. Wladimir Balzer ist in Leipzig geboren, 1974, in Leipzig auch aufgewachsen. Und er hat mir erzählt, dass er eben das Albertinum auch kennt von den Kunstausstellungen der DDR. Er hat hier selber 87, also bei der 10. Kunstausstellung, Schlange gestanden, 2 Stunden, um die Werke zu sehen. Und er studierte später Journalismus, Germanistik und Kunstgeschichte. Ja, und seit 2000 eben beim Rundfunk tätig. Ich freue mich auf diesen Abend. Ich möchte Sie noch hinweisen darauf, dass Sie die Bestuhlung frei verschieben können, vor allen Dingen auch Demos, wenn Sie weiter nach vorne kommen wollen. Es gibt hinten Getränke, da können Sie sich auch zwischendurch bedienen. Und ich freue mich auf interessante und lebhafte Diskussionen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Wagner. Frau Wagner, Direktorin des Albertinums, das habe ich gar nicht vorgestellt, aber die Direktorin dieses Hauses hier. Und ich freue mich auf diese Runde. Die Namen wurden ja schon genannt und wir wollen ein bisschen diskutieren. Ich würde sagen, so schätzungsweise vielleicht 20 Minuten in einer Einstiegsrunde würde ich ganz gerne mit den Podiumsteilnehmern hier reden. Und sammeln Sie schon Ihre Eindrücke, Ideen, Kommentare, Fragen, und dann wird auf jeden Fall natürlich Gelegenheit sein, Sie zu beteiligen. Und ich denke mal, so bis 20 Uhr werden wir ganz sicher miteinander zusammensitzen. Die Namen wurden schon genannt dieser Runde. Ich würde es gerne mal ein bisschen konkreter machen. Else Gabriel ist, wenn man so will, auch eine Art Urdresdnerin, die aber schon eine Weile in Berlin lebt und arbeitet, dort Professorin an der Kunsthochschule in Weißensee ist und sozusagen ihr Wissen an die nächste Generation weitergibt. Herzlich willkommen, guten Abend. Guten Abend. Eine Frau, die vielleicht, und darüber reden wir gleich, auch über diese Kategorien konform und nonkonform, sicherlich in den Bereich nonkonforme Kunst passen würde, mit ihren Autoperforationsartisten, mit dieser Performance-Truppe, die in den späten 80er Jahren noch Furore gemacht hat. Via Lewandowski war dabei, viele andere.
Dann Susanne Altmann ist Kunstkritikerin und Kuratorin, auch aus Dresden, die übrigens im Dezember dann hier auch eine hochinteressante, hoffentlich jedenfalls hochinteressante Ausstellung kuratieren wird, über Künstlerinnen in der DDR-Kunst. Schönen guten Abend, Frau Altmann. Schön, dass Sie da sind. Gleich neben ihr hatte ich Eversbach, der sich vorhin schon selber vorgestellt hat. Auch sehr schön. Ein Künstler, den ich wahrscheinlich hier in dieser Runde eigentlich nicht mehr groß vorstellen muss. Ja? Doch? Muss ich Sie vorstellen? Heisig-Schüler, eine der prägenden Gestalten, denke ich mal, der Kunst der letzten 30, 40 Jahre, ganz sicher. Demnächst übrigens in einer großen Personalausstellung in Leipzig zu sehen, in 2 Jahren haben Sie mir erzählt. Auch da freue ich mich auf das Gespräch. Christoph Tannert, ganz am Ende der Runde, der mit dem bunten Hemd. Kunstkenner, Ausstellungsmacher, Chef des Kunsthauses Bethanien in Berlin. Ein Mann, der, glaube ich, sehr gut Auskunft erteilen kann über die verschiedenen Spielarten der Kunst zu DDR-Zeiten. Übrigens auch jemand, der ganz starke Kontakte nach Polen hat und hatte und da vielleicht auch einen Vergleich ziehen kann zu den osteuropäischen Kunstbewegungen. Schönen guten Abend, Herr Tannert. Thomas Krüger, direkt hier neben mir, ist Sozialdemokrat, ist Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung, ist aber selber auch jemand, der immer noch künstlerisch selber aktiv ist und auftritt, wie ich gehört habe, der die DDR-Kunst auch aus seiner ganz persönlichen Erfahrung kennt und sicherlich auch über die politischen Implikationen dieser Debatte reden kann. Schön, dass Sie dabei sind. Und last but not least, Eckhard Gillen, wir haben vorhin schon im Vorgespräch festgestellt, ich muss leider sagen, der einzige Westdeutsche auf diesem Podium. Es braucht unbedingt noch einen Westdeutschen. Aber ein Mann, der die DDR-Kunst auch wie kein zweiter kennt, der ein Pendler war zwischen Ost und West, Kurator, Kunsthistoriker, der unter anderem, vielleicht haben Sie es damals erlebt, im Gropiusbau die große Ausstellung Deutschlandbilder betreut. Das ist auch schon wieder 20 Jahre her, von 97. Auch herzlich willkommen. So, jetzt haben wir die Runde zusammen und ich würde ganz gerne zu Beginn vielleicht versuchen zu klären, diese Begrifflichkeit von konform und nonkonform. Das ist ja etwas, was offenbar auch viel Streit auslöst. Also Konformität heißt ja Anpassung, Mitschwimmen, nonkonform ist irgendwie gegen den Strom zu schwimmen. Sind das eigentlich Kategorien, die passend sind im Umgang mit der Kunst, ich sag mal zwischen 1949 und 1989? Vielleicht, also Gabriel als erstes, ist das etwas, wo Sie sagen, okay, ich zähle mich logischerweise bei den Autoperforationsartisten von damals zu nonkonformen? Oder ist das wichtig für die Identität? Naja, grundsätzlich würde ich erstmal sagen, dass es auch so etwas wie konforme oder nonkonforme Kunst immer gibt. Es gibt immer in wandelnden Strukturen und Ausformungen Leute, die halt eine bestimmte Haltung einnehmen, die vielleicht nicht unbedingt die erfolgreichste oder erfolgsversprechendste ist, aber die halt also der unbestechlichen Beobachtung geschuldet ist. Und es gibt Leute, die halt sich einrichten in Verhältnissen und dann etwas machen, was halt schon auch ihr eigenes ist, aber halt auch nicht zu sehr aneckt. Also ich glaube, es ist eine Haltungsfrage. Jetzt mal abgesehen davon, dass es selbstverständlich und vor allem natürlich unter Verhältnissen, wie wir sie in der DDR hatten, noch Leute gab, die direkt auch staatstragende Kunst gemacht haben. Ganz davon abgesehen habe ich auch schon mal gesagt, dass ich ziemlich sicher bin, dass kein einziger dieser Künstler sich als DDR-Künstler gefühlt oder bezeichnet hätte. Das waren immer Leute, also ein Künstler bezeichnet sich immer oder verortet sich global oder in einem bestimmten... Jetzt generell so ganz generell, ja. Künstler, so, naja, also so, ich rede jetzt erstmal so ein bisschen darüber, dass der Begriff konform und nonkonform einer ist, der zwar einer Wandlung unterzogen ist, der aber immer in gewisser Weise Gültigkeit besitzt. Und die ganze Diskussion macht ja auch nur insofern Sinn, wenn man sie mit einem heute in irgendeiner Weise in Beziehung setzt. Also mit Erlebnissen, die natürlich irgendwo ihren Ursprung haben, aber die sich heute entweder ausdrücken oder heute anders formulieren. Und insofern redet man natürlich auch darüber, ob etwas konform oder nonkonform ist. Man kann sich dann im Einzelnen darüber streiten, was man darunter versteht.
Aber würden Sie sich, wo würden Sie sich dazu zählen mit den Autoperforationsattesten? Ich meine, Sie haben ja das Kunstgeschehen zu DDR-Zeiten da auch durcheinander gewirbelt, haben neue Formen gefunden, haben radikale Performances hingelegt mit Schweineblut und Tierextremitäten und haben eigentlich auf den, sag mal, den staatlichen Kunsthandel nicht viel gegeben. Ja, aber da, wir haben über konform und nonkonform nicht unbedingt nachgedacht, sondern wir haben etwas gemacht, wovon wir gemerkt haben, dass es fehlt. Und wo wir als eigentlich studierende Bühnen- und Kostümbildner gesagt haben, es fehlt quasi eine szenische Form der Kunst, die jetzt nicht Umsetzung eines vorgegebenen Texts oder einer vorgeschriebenen Oper ist. Und das haben wir gemacht und dann Mittel und Wege gesucht, um das umzusetzen. Und das war natürlich nicht unbedingt immer ganz einfach, aber wie gesagt, in diesen Kategorien konform, nonkonform haben wir nicht unbedingt operiert. Susanne Altmann, also, was ist mit diesen Kategorien? Also, wir haben es gerade gehört von Else Gabriel, die lehnt sie eigentlich ab, wenn ich es richtig verstanden habe, jedenfalls keine, die jetzt irgendwie noch wirklich von Relevanz sind heutzutage? Doch, doch, die sind relevant, die bleiben immer relevant, aber es ist eine Haltungsfrage. Es ist eine Haltungsfrage, setzt man die unbestechliche Beobachtung an oberster Stelle oder setzt man das Vorankommen an erster Stelle, und zwar zu verankern. Also, wie ist mit Ihnen, diesen Kategorien, mit dieser Aufteilung, mit dieser klaren Aufteilung? Ich denke, dass dieses antagonistische Begriffspaar. Das Mikro, glaube ich, ist ja, ein Defekt. Ein Defekt. Ich möchte aber gerne, dass es alle. Hört man nicht. Sonst reden Sie einfach lauter. Vielleicht gibt es. Oder wir nehmen ein anderes Mikro. Nein, das ist schon gut, wenn du. Nö, ich möchte. Das ist richtig. Geht's? Ja. Damit oder ja, damit? Nee, mit dem Mikro jetzt machen. Ja, also ich denke zunächst mal, dass das, das fiel mir gerade ein, dass das hier so eine Art wie dialektisches Begriffspaar ist, weil es eben so antagonistisch aufgestellt ist und damit auch eine, fast eine ideologische Verlängerung dessen, was die sozialistische, kommunistische Theorie lehrte. Das finde ich ganz spannend. Ich glaube, dass es direkt, und wir wollen ja jetzt über diese Problematik der angenommenen Unsichtbarkeit und des zu kurz gekommen Seins von DDR, von ostdeutscher Kunst sprechen. Da hat es sich, glaube ich, in der Zeit direkt nach 89 als Hilfskonstruktion super bewährt. Im Sinne dessen, dass man, also man nennt das auch heuristisch, auf Wissensgewinn ausgerichtet, dass man damit Strömungen, Künstlerinnen, Künstler erfassen konnte, Schauplätze abstecken und einfach sammeln konnte. Und diese Sammlungen, dieses frühen Jahrzehnts, finde ich heute als Quellen extrem hilfreich. Außerdem diente es in dieser Zeit, und jetzt gehe ich vom Akademischen weg, zum Kollektivpsychologischen, diente es dazu, dass sich Künstlerinnen und Künstler Lagern zuordnen konnten, die sie vielleicht vorher noch gar nicht so wahrgenommen hatten, immer auch in der Haltung der Westdeutschen, der westlichen Maßstäbe. So, jetzt konnte man an sich, an seinem Werk, feststellen, also ich habe ja nicht dazugehört und der gehörte ja dazu und so weiter. Also insofern ist das wiederum so eine begriffliche Konstruktion, die zur Distinktion von Gruppen und so weiter führte, die aber nie meiner Meinung nach zu keiner Zeit die Kunst, und ich bin nämlich Kunsthistorikerin, das ist mein Beruf, die zu keiner Zeit die Kunstwerke selbst, die Kunst, die Strömung, die Ästhetik und so weiter in den Vordergrund gestellt hat, wie es eigentlich, naja, historisch gesehen traditionell sein müsste. Insofern halte ich dieses Begriffspaar als förderlich über einen gewissen Zeitraum. Heute sollten wir uns aber viel lieber mit den Kontexten der Kunst, der Ästhetik, mit tatsächlichen formalen Antworten auf Situationen, auf Bezüge der Künstler untereinander, auf Gespräche und so weiter berufen, als eben auf dieses Begriffspaar. Wow, das war jetzt sehr komplex. Also ich versuche es nochmal zu verstehen. Ich versuche gerade zu verstehen, ob man sozusagen diese Trennung, ob das die DDR oder die Kunst zu DDR-Zeiten gut beschreibt. Ich spitze es mal zu. Die Spannung zwischen Staatskünstlern und Nicht-Staatskünstlern.
Es diente nach 89 dazu, dass man sich in einem gewissen Lager, das ja auch in der Öffentlichkeit mit moralischen und ethischen Standards aufgeladen war, zuordnen konnte. Aber stimmt diese Unterscheidung? Wie? Aus Ihrer Sicht, Sie kennen die aus der Innensicht. Aus der Innensicht, da war ich Krankenschwester in der Zeit, also Entschuldigung. So genau weiß ich das nicht, wie das jeder für sich auch moralisch bewertet hat. Auf alle Fälle hat es geholfen, sich individuell aufzustellen und sich vielleicht dieser neuen Zeit auch zu stellen. Man muss natürlich immer sagen, der Bedeutungsverlust, den bildende Kunst, und das wissen wir alle, nach 89 erlitten hat, ob nonkonform oder konform, der war ja immens. Und das wurde vielen Künstlerinnen und Künstlern erst allmählich klar. Und vor diesem Bedeutungsverlust konnte man sich natürlich auch ein bisschen retten, indem man sich so einer Abgrenzung unterzogen hat oder andere dieser Abgrenzung unterzogen hat. Mhm. Das heißt, ich gebe jetzt mal vielleicht die Frage weiter an Eckhard Gillen zum Beispiel, der ja sozusagen das von außen auch betrachten konnte und sozusagen den westlichen Kunstbetrieb von der Pike auf, wenn man so gelernt hat. Gab es auch so etwas wie Selbstvermarktungsstrategien kurz nach der Wende für oppositionelle Künstler, die dann plötzlich sozusagen auch ihren Ruf vielleicht nutzen konnten, um plötzlich auf dem Kunstmarkt zu reduzieren? Ja, das hat ja gar nicht funktioniert. Aber ich wollte was anderes sagen. Was mich grundsätzlich stört, ist, dass man eine Debatte über Kunst, die auf dem Territorium der DDR entstanden ist, unter diesem Begriffspaar sofort einordnet, ja, und meint, damit hätte man jetzt die Essenz. Das stört mich grundsätzlich, weil ich bin ja nun, wie Sie gehört haben, aus dem äußersten Westen und habe also erlebt, wie konformistisch sich die Künstler verhalten haben im Westen, die also NS-Kunst gemacht haben und dann für die christliche Kirche gearbeitet haben und dann ihre Kunst etwas abstrakter gemacht haben, können die Namen nennen. Das ist also etwas, Emil Sutor oder Bernhard Heiliger. Bernhard Heiliger ist für mich ein typischer Staatskünstler. In West-Berlin ist die ganze Stadt bedeckt mit seinen Skulpturen. Er steht für die Freiheit, die Flamme der Freiheit. Es gibt eine Stiftung, die also, wo alle regierenden Bürgermeister drin waren und die sich auch immer getroffen haben, wo quasi die politische Elite West-Berlins sich versammelt hat, noch bis heute. Und er hatte gar nichts damit zu tun, dass er Schüler von Breger war und dass er ihn von der Front geholt hat, dass er mit ihm gemeinsam Aufträge durchgeführt hat und dass er dann natürlich nirgends besser sich wohlgefühlt hat als im Atelier von Breger in Dahlem im Grunewald. Ja? Und da lebte er bis zu seinem Tod und da lebte auch sein Sohn und seine Familie. Und jetzt gibt es immer noch die Stiftung, die immer noch bestimmen will, wo da nicht das Geld von ihm kommt. Egal, man könnte das ausweiten, man fragt mich jetzt nach Namen. Aber ich denke, was mich also auch wahnsinnig gestört hat, dass 89, das also 2000 im Jubiläum, 60 Jahre, 60 Werke, 60 Jahre, es kein einziges Bild der DDR gab, aus der Kunst der DDR, obwohl es von Frau Merkel eröffnet wurde, diese Ausstellung, die Martin Gropius Bau. Außer Neo Rauch, aber der kam ja erst, der war ja nach der Wende. Die Bilder kamen von 1998, ja. Und, das war 2009, ja. Das war diese 2009, zu dem Jubiläum, 60 Jahre Bundesrepublik und DDR, die sind ja im gleichen Jahr gegründet worden. Und die Begründung war § 5 Absatz 3, Freiheit von Kunst und Wissenschaft. Und da die eben nicht existiert hat in der DDR, kann es per Definitionen keine Kunst dort geben. Also das ist wirklich, und da waren 16 Kuratoren und eine Kuratorin war mit dabei. Es war auch die Elite der westdeutschen Kuratoren und Kunstkritiker wie Peter Eden und so weiter, Küpers Mühle und so private Sammlergeschichten, die dahinter stehen. Und da finde ich das einfach eine ziemliche Heuchelei, wenn wir heute hier anfangen zu diskutieren über konform und nonkonform. Ja? Also ich meine, wir haben das hier seit 20 Jahren, das ist hier dokumentiert, der Rehberg ist hier, Herr Kaiser ist hier, irgendwo, ich habe es auch gesagt jetzt. Also ich finde, jetzt nochmal zu erklären, wie die DDR funktioniert hat und wie konform die Kunst hier war, und wo ist die Grenze? Es war immer fließend sowieso. Das ist irgendwie etwas merkwürdig. Christoph Tannert, kann man das so einfach vergleichen, sozusagen den westdeutschen Kunstbetrieb mit dem DDR-Kunstbetrieb? Ja, das war.
Haben Sie, muss man? Das ist das Mikro, geht schon wieder nicht, glaube ich. Ne? Muss man Vergleich? Hört man ihn? Ja. Nehme ich das. Jetzt geht's. Ja, muss so. Es geht eigentlich, oder? Geht es? Geht es? Ja, wenn es nicht geht, sagen wir. Also ich denke, man muss Osten und West vergleichen. Die Frage ist nur, zu welchem Zeitpunkt und am besten ja wohl von heute aus. Und ich denke, die Diskussion, die wir jetzt führen sollen, ist so ein bisschen, nicht nur ein bisschen, ist einfach ein alter Hut. Weil schon nach der Wende, Anfang der 90er Jahre, diese moralischen Zuordnungen versucht wurden und dabei ist vieles übersehen worden. Das Allerwichtigste, was übersehen wurde, ist, dass die Lebensgeschichten von Künstlern und Künstlerinnen ja nicht linear verlaufen und auch nicht biologisch oder biologistisch vom Niederen zum Höheren, sondern mit Brüchen und mit den Schächten, in die man hineinstürzt in seinem Leben. Und insofern ist immer zu fragen, welcher Künstler, welche Künstlerin unter welchen Bedingungen, zu welchen Zeiten was gemacht haben. Und dann kann man vielleicht für einen kleinen Moment erahnen, wo jemand weit ausgegriffen hat oder wo er eher ängstlich zurückgesteckt hat. Ich selber habe da in den 90er Jahren Zensuren verteilt, aber das lag, wenn ich zurückschaue, wohl eher daran, dass ich eben auch eine DDR-Existenz bin und als Jungpionier mit der Frage, bist du für uns, bist du gegen uns, so auch in die 90er Jahre gekommen bin. Und außerdem bin ich Protestant und dieses Protestantische hat in der Diskussion sicherlich vieles auch verschärft. Diese Verschärfung war in den 90ern ganz günstig, aber heute müssen wir sagen, wir können ja stundenlang über diese Fragen weiter diskutieren und in einem demokratischen Gemeinwesen kann man über Schnullefax in jeder Hinsicht diskutieren, ars longa vita brevis, also so viel Zeit haben wir doch sicherlich, aber es führt ja zu nichts und insofern würde ich sagen, diese Diskussion hilft nicht wirklich weiter. Gefragt werden müsste vielmehr, was kann ein Museum tun in Dresden, in Leipzig, in Cottbus, um in der Perspektive auf DDR-Kunst einen andauernden Dialog mit seinem Publika zu führen? Und wie kann die Forschung dort sinnvoll eingreifen? Wie kann man also mit den Schätzen, die weggeräumt wurden, etwas initiieren, was tatsächlich Türen öffnet? Wie kann man auch internationale Vergleichsebenen bilden, aber von hier aus, von heute aus, und zwar mit Herzblut für die Dinge, die hier gewachsen sind. Ich will gar nicht vom Provinzmuseum sprechen. Natürlich ist jedes Museum auch immer aufgefordert, eine internationale Dimension zu berühren, aber gerade Dresden hat Schätze, die kein anderes Museum in Ostdeutschland oder in Deutschland hat. Und da könnte man doch mit seiner Potenz, auch was die DDR-Kunst betrifft, noch ein bisschen stärker wuchern. Also ich verstehe richtig, das ist eher eine museumspolitische Frage als eine gesellschaftspolitische oder ästhetische Frage. Ich glaube, wir sind doch auch, keine Kinder mehr. 30 Jahre lang haben wir diskutiert, dicke Bücher vollgeschrieben über den sogenannten Bilderstreit. Aber warum ist der Streit jetzt gerade geführt? Warum jetzt 30 Jahre lang? Ja, ich habe das Gefühl, weil natürlich immer noch volle Herzen existieren, weil noch nicht mit allen und über alles ausdauernd gesprochen wurde. Das ist einfach so. Wir merken es ja immer wieder. Wir befinden uns oft in einer Situation, wo über uns entschieden wird, wo über unseren Kopf hinweg auch ein Stück politische Korrektheit instrumentalisiert wird. Und da versucht der Mensch doch, sich selbst mit seiner Ich-Perspektive dagegen zu stellen. Und wenn ich hier sehe, dass von der DDR-Kunst, mit der ich aufgewachsen bin, nur noch Quäntchen übrig geblieben sind. Welche Kunst ist sie genau aufgewachsen? Dann sagen wir mal ein paar Namen. Ja, also soll ich jetzt die ganze Rostkunst hier hochbeten? Also natürlich kann man anfangen von Sitte, Tübke, Mattheuer, Bommerka,
bis Anna Segers und Käthe Kollwitz. Und dann kann man auf der anderen Seite aber auch sagen, Peter Graf, Peter Hermann, Böschel und Ebersbach und wen, was weiß ich, bis in die Provinzen zu Hans Scheuerecker und Dieter Ladewig und nach Rostock und sonst wohin. Es sind 300 Künstler mindestens, die man nennen müsste. Die sind eigentlich in der permanenten Diskussion, nur man sieht ihre Werke nicht. Und das ist doch schade. Ich gerade sozusagen als biografisch prägend. Christoph Tammert beschrieben, auch ein gutes Gefühl vielleicht, ne? Oder? Weiß ich nicht. Ja. Und Sie sind vertreten hier in der Ausstellung. Aber das ist, das sind zwei Teile, also zwei Zacken einer Briefmarke. Ursprünglich war das eine Rauminstallation von 30 Teilen, die ist aufgelöst worden. Und zwei Teile, die nicht unbedingt als selbstständige Bilder gedacht waren, sind im Besitz dieses Museums. Das Museum hätte auch mal was Ordentliches von mir verdient, meinetwegen auch nicht unbedingt aus der DDR, auch was Neues oder beides. Also das würde ich sogar als Schenkung anbieten. Und darüber müsste das halten wir fest. Frau Wagner, Sie schreiben mit. Okay. So, was mich also mit dem Begriff oder ein paar konform, non-konform in Beziehung bringt, ich bin non-konform-konform. Das hängt mit meiner Identitätsfrage zusammen, woher komme ich und wohin gehe ich. Ich bin weder in der DDR geboren, noch sterbe ich in der DDR. Ich bin geboren im Dritten Reich, ich träume heute noch vom Hitler, der erscheint mir immer mal wieder und ich erkläre ihm meine Bilder. Oder bin amerikanisch befreit, russisch besetzt, dann kam die Ostzone DDR und dann kam von Wilhelm Pieck und Ulbricht und Honecker, habe ich nie geträumt. Allerdings nach der Wende auch von Kohl nicht, aber von Angela Merkel habe ich dann dreimal geträumt. War das schön geworden, oder? Wir lagen zusammen auf dem Divan und haben uns vorgelesen. Das ist doch schön. Ja, war ja. Das ist ganz menschlich. Ja, also diese Kulissenwechsel allerdings haben den Vorteil oder Nachteil, dass mir diese ganze Geschichtsentwicklung, die hat zur Beliebigkeit geführt. Mir ist egal, ich habe auch in der Schweiz gemalt, ich habe auch in Afrika gemalt und ich weiß auch, dass die Chinesen, wenn die jetzt in der Neuverteilung der Welt die Nummer 1 übernehmen wollen in der Wirtschaft, schon darüber nachdenken, wie sie die Welt aufkaufen. Also ich habe auch vor Funktionären in China gesagt, mir ist das egal, also wenn ich Chinese bin, dann haben sie gesagt, gut. Also sie stellen sich das tatsächlich so vor, dass das mal dahin führt. Wann? Sie hatten schon konkrete Pläne, aber die Finanzkrise hat das nur durcheinander gebracht. Also meine Entwicklung in der DDR war nicht einfach. Mein Start begann mit Verhaftungsandrohung und meine Beobachtung bis zur Wende. Obwohl ich schon 1979 vom Ludwig entdeckt und angekauft wurde in dem großen Stil. Von dem Sammler. Sammler Ludwig, ja. Und bis dahin habe ich mir Meisterschaften angewöhnen müssen, mit diesen Querelen umgehen zu lernen, mich zu wehren oder zu schützen. Und als Schutz habe ich den Kaspar, den aus der Kaspar-Handfigurengruppe, mir ausgewählt, weil der war immer Held, selten Sieger, aber immer Held, und das wollte ich noch werden. Und so habe ich als alter Ego den Kaspar gespielt, also auch in die Kunst einbezogen. Und habe denen die Rollen spielen lassen, die mich interessiert haben. Und das hat mich geschützt. Der durfte Texte schreiben, aber das waren dann eben nicht meine Texte, das waren Kunsttexte, die hat der Kaspar geliefert. Und insofern bin ich in einer gewissen Weise unangreifbar geworden und über Ludwig sowieso. Aber bis dahin hatte ich eine Menge Ferien. Und mit Ludwig wurde das natürlich alles anders. Ich hatte dann Anerkennung im Westen. Aber nicht nur über Ludwig, sondern da war eben auch das erste Bild, was die Deutsche Bank an ostdeutscher Kunst gekauft hat, das war jetzt von mir. Und ich habe den besten Kunstpreis, jetzt habe ich auch einen Ostkunstpreis, den Bechsteinpreis bekommen, letztes Jahr. Also es ist auch eine Genugtuung, dass im eigenen Land und auch noch in meiner Geburtsstadt mir so die Hand gereicht wird. Das ist eine Wiedergutmachung für alles, was ich bis dahin getan habe. Das sind ja Schüler von Bernhard Heisig gewesen. Das ist ja nochmal ein Name, der immer wieder genannt wurde in der Nachwendediskussion, dass er angeblich ein Staatskünstler gewesen sei.
Wie haben Sie das wahrgenommen, diese Debatte über Ihren Lehrer? Ja gut, also sozialistischer Realismus als Begriff, das Politbüro konnte das nicht definieren und deklinieren. Da waren sie auf die Mitarbeiter Künstler angewiesen. Und da gab es nach dem Krieg eben Künstler, die noch selbst im Krieg gestanden haben und gesagt haben, es muss ein neues Deutschland geben. Und mit neuen Deutschland war eben ein sozialistisches Deutschland gemeint. Und dafür brauchte die Kunst auch noch, es war dann ein Auftrag an die Kunst, an die Künstler. Ich habe die Honorarordnung, also aus dem Weltatlas von Herrn Rehberg mit, also auch von der Annika Höritz, über die Entwicklung der Honorarordnung, die war natürlich schon so gemeint, dass die Agitation und Propaganda vom Künstler erwartet worden ist für ein besseres Deutschland. Und entsprechend waren auch die Honorare aufgebaut. Und Reisig hat an der Entwicklung der Definition mitgeholfen, hat gesagt, also im Mittelpunkt muss der Mensch stehen und er muss figürlich sein und es gibt nichts Abenteuerliches als das realistische Porträt und so weiter. Also das waren Punkte, die er in die Definition mit eingebracht hat. Die gesellschaftliche Bedeutung kam natürlich von oben, also die agitatorische Qualität, die propagandistische, und dann wurde das auch entsprechend toleriert. In den Stufen von unten nach oben war unten eigentlich die Beine als dekorative Kunst, die abstrakte wie Klöckner. Also das war eigentlich mehr nichtssagend, Schmuck. Und dann ging es über die Landschaftsstillleben, Porträt, Doppelporträt und dann Vier Figurenbild mit vier Figurenbild mit gesellschaftlicher Bedeutung. Da hat sich das ganze Mittelmaß eingefunden, da war am meisten zu holen. Und dann gibt es Brigadebilder und Freundschaftstreffen und weiß nicht was alles, Schießplatz. Und da ist es halt schwierig, das hat auch die DDR kurz in Verruf gebracht, denke ich. Es ist schwierig, das zu sortieren, was ist denn davon gut oder gut gemeint, aber nicht gut genug und was ist schlecht. Aber es ist ja auch interessant, Christoph Reiner, Sie waren ja, soweit ich weiß, Sekretär im Verband der Bildenden Künstler der DDR, zuständig für die junge Kunst, für die Nachwuchskunst. Und gab es also für Agitation und Propaganda? Nein, doch. Okay. Da gab es also eine Honorarordnung. Ich habe sie hier. Ja. Das weiß vielleicht nicht jeder. Der Ostdeutsche ist ja auch ein Deutscher. Und er braucht eine Ordnung. Insofern gab es genügend Normen und Ordnungsfestlegungen. Aber ich will es nochmal sagen, es ist ganz wichtig, über welche Zeit wir reden, über welches Dezennium. Die DDR und die DDR-Kunst oder Kunst in der DDR ist kein festgebackener Block. Die Dinge haben sich entwickelt, sie waren im Fluss und zwar deshalb, weil Künstler und Künstlerinnen gegen das Normsystem immer wieder ihr Ich durchgesetzt haben. Auch Heisig, auch Sitte, das ist ja das Interessante, dass die der DDR-Kunst zum Ende der DDR auch eine Vergangenheit haben, wo sie sich gegenüber dem System mal sehr vehement auch durchgesetzt haben. Bei manchen hat das mit Rückgratbruch geendet, andere haben sich wie Kitt in das System eingeschmiert. Das hängt ja auch an der eigenen Konstitution, was einer für sich zulassen kann. Wer hat sich denn das System eingeschmiert? Ja, wenn jemand 30 Jahre lang aushält, Funktionär zu sein, würde ich sagen, das ist schon ein ziemliches Kitt-System. Wie die Sitte, oder wie man? Ja, das hätte ich mal eingekriegt, dass er eine massive Kritik erlebt hat. Ich weiß nicht, welchen Part. Selbstkritik geübt und hat sich dann auf die Straße der Sieger begeben. Und das war eine Verwaltung ihm selbst. Aber er hat Sieger geworden. Also ich sage, wenn ich schon gedemütigt werde vor meiner versammelten Kollegenschaft, dann will ich auch was davon haben. Und das war ja ein feudales System, da konnte man dann auch hochhalten. Thomas Krüger, ich will Sie eben noch zu Wort kommen lassen. Sie haben jetzt einfach nur gelauscht. weil wir vorhin den Namen Bernhard Heisig schon erwähnt haben. Großen Leipziger Meister. Er ist ja, wie wir wissen, im Reichstagsgebäude vertreten. Und Sie waren in der Ankaufkommission, oder in der Auswahlkommission, richtig so. Ja. Und hatten aber große Schwierigkeiten, Bernhard Heisig, damals, im Jahr, wann war das? 97? 95. Noch früher, 95, durchzusetzen. Was gab es da für Diskussionen?
Ja, das, was zu erwarten war. Es gab sozusagen einen Teil, also der Kunstbeirat des Deutschen Bundestags besteht zur Hälfte aus Abgeordneten und zur Hälfte aus Kuratoren. Und ein maßgeblicher Teil der Kuratoren, die waren natürlich entsetzt, als ich mit dem Vorschlag, es war ein Doppelvorschlag, übrigens Karl Friedrich Klaus und Bernhard Heisig um die Ecke kamen und eben gesagt haben, wir könnten nicht irgendwie einen Reichstag mit Kunst ausstatten und keine einzige Position aus dem Kontext der DDR-Kunst ist dort vorzufinden. Und ich habe dann sozusagen schnell Unterstützung bekommen, und zwar von der Abgeordnetenseite von Rita Süßmuth und von der Kuratorenseite unter anderem von Klaus Werner und Armin Zweite. Und das war eine scharfe, kontroverse Diskussion, die dann auch außerhalb des Kunstbeirats geführt worden ist, weil natürlich Heisig sofort sozusagen als Protagonist der DDR-Kunst auch mit seiner Ambivalenz in den kritischen Diskurs gekommen ist. Aber ich finde, wir haben damals gut und richtig entschieden, nämlich eine große Bandbreite von jungen Künstlern, von älteren, von gestandenen Künstlern, von vergessenen Künstlern eben in den parlamentarischen Bauten zum Zuge kommen zu lassen. Und das ist sozusagen meine erste Erfahrung. Ich bin jetzt sozusagen kein Kunstwissenschaftler, sondern kritisches Publikum und habe mich insofern sozusagen da versucht, das nach bestem Wissen und Gewissen einzubringen. Aber ich werde jetzt die Gelegenheit nutzen, zu diesem Begriffspark konform. Gerne, wir haben das schon fast abgewählt, aber wir können das gerne aufgreifen. Ja. Ich teile vieles, was hier gesagt worden ist, aber ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Es ist ja nicht die Frage sozusagen, was wir davon halten, wie relevant wir dieses Begriffspaar finden, sondern die Frage ist, wer benutzt dieses Begriffspaar? Und dieses Begriffspaar ist ein hegemonial benutztes Begriffspaar, um Gut von Böse, Schwarz von Weiß zu unterscheiden. Das ist sozusagen eine ganz bestimmte Klientel, die übrigens nicht nur im Kunstbereich, sondern generell in der Gesellschaft sozusagen DDR vermessen und bewertet hat. Und du bist immer wieder in dieser Situation sozusagen einer hegemonialen Methodik sozusagen DDR zu zerteilen als diejenigen, die im Widerstand waren und diejenigen, die Mitläufer oder Funktionsträger waren. Und das Problem, was ich damit habe, ist, dass die neben diesem Schwarz und Weiß, das es ja tatsächlich auch gegeben hat, die Graubereiche, die die Mehrheit dieser Gesellschaft ausgemacht hat, überhaupt nicht in den Blick bekommen. Und das ist bei den Künsten genauso. Das heißt, wenn man sozusagen jetzt die Positionen durchdekliniert, wie will man sozusagen Künstler, die jetzt eindeutig nicht sozusagen dem sozialistischen Realismus zuzuordnen sind, aber vielleicht auch nicht als nonkonforme Künstler sich selbst verstanden haben und auch so gearbeitet und gelebt haben, wie will man die zuordnen? Und insofern gibt es eben für mich immer sozusagen das Tertium Datur und ich würde sozusagen sagen, dass diese Gegenüberstellung, diese dialektische eigentlich in die Irre führt, und die, sozusagen die zeitgenössische Nachkriegskunst eher als in ihren Verflechtungen versuchen müssen, in den Blick zu bekommen. Eckart Gillen hat ein wunderbares Buch geschrieben, was natürlich bei der Bundeszentrale für politische Bildung auch veröffentlicht worden ist, Feindliche Brüder, wo quasi diese Verflechtungsgeschichte der deutschen Nachkriegskunst auch wirklich brillante Art und Weise vorgeführt und erzählt wird. Und da erfahren wir eben sozusagen, wie differenziert und wie breit letztendlich zeitgenössische Kunst auch in der DDR war. Und das sozusagen gilt es heute kuratorisch wieder ins Spiel zu bringen, zu erzählen, um eben sozusagen dem praktizierten kulturellen Kolonialismus der letzten zweieinhalb Jahrzehnte einen differenzierteren Blick und mehr Selbstbewusstsein entgegenzubringen. Ich war schon mal vor, ich öffne die Leitung, ich bin hier drin. Ich war halt mal nicht, ich war schon vor die ganze Zeit. Ja. Erstens fiel mir gerade ein, dass ausgerechnet Bernhard Heisig Hartwig Ebersberg, sagen Sie mal wann, 78, beauftragt hat, eine experimental, 79 eine Klasse für experimentelle Kunst einzurichten und damit natürlich diesen Begriff konform, nonkonform selber unterminiert hat, keiner wusste so richtig, was da rauskommt. Rauskam zum Beispiel Hans Schulze, der in Leipzig gerade gewürdigt wird. Aber das wollte ich gar nicht sagen. Ich wollte auf Christoph Tannerts Bemerkung Dresden und seine musealen Schätze zurückkommen. Die letzten Monate haben gezeigt, es ist ja auch viel gesagt worden, es wäre ein Schnellschuss gewesen, dass der Sammlungsbestand der DDR Ankäufe gezeigt wurde. Ehrlich gesagt, wir haben jetzt
wer das fordert und wer sagt, das muss ans Licht, der muss sich auch darauf einstellen, dass dieser Sammlungsbestand genau das abbildet, was in den Sammlungsbestand erworben wurde. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, von großen Schätzen im Vergleich ist da gar nicht so viel zu erwarten. Zeitgleich, Christoph? Ja, warte, Christoph, ich rede weiter. Und zwar hat im letzten Jahr, es wird die Sammlungstätigkeit, es werden die Präferenzen abgebildet einer Stadt, die sich als Kunststadt versteht und in der die Kunstausstellungen der DDR stattgefunden haben. Punkt. Zeitgleich habe ich aber zum Beispiel und wir alle eigentlich Zugang zu den spezifischen Sammlungen des Kottbusser, der Kottbusser Kunstsammlung, Museum Dieselkraftwerk, Frankfurt-Oder, BESCO spielt da jetzt nicht so eine Rolle gehabt. Dort wiederum gab es die chronologische Möglichkeit, Sammelverhalten, und zwar, da wurde Klöckner Anfang der 80er, nee, 70er gesammelt, da wurden die fotografischen, Kurt Buchwald, ist viel riskanter und meiner Meinung nach auch viel exemplarischer für für diese Melange, also dessen, was in der DDR entstand, gesammelt wurde. Natürlich war das Provinz, Cottbus, da hat man nicht so hingeguckt wie auf Dresden oder auf Frankfurt oder Museum Junge Kunst. Und dort muss ich sagen, dort liegen die wirklichen Schätze. Ich bin mir, was Dresden betrifft, gar nicht so sicher, denn wo sind sie denn, diese Fotokünstler? Cornelia Schleimel, Frau Schlegel wurde jetzt angekauft, da war vielleicht ein Bild da. Diese Linie des Nicht-Ankaufens von einigermaßen unangepassten Positionen hat sich ja fortgesetzt bis ins Jahr 2010. Also da gibt es natürlich eine fantastische Sammlung von Grafik und von Fotografie. Aber ich wollte noch was anderes sagen. Was mich heute wirklich erstaunt hat in der Ausstellung, was ich nicht wusste, dass die dritte Kunstausstellung, die ja hier in Dresden abgehalten wurde, das war die erste, die auch hier im Albertinum, das war damals noch Halbruine, stattfand und die ja sogar verschoben wurde und minutiös vorbereitet wurde durch bestellte Künstler, die also extra Bilder dafür machen mussten, dass dort kein einziges Bild angekauft wurde hier. Dass die Direktorin damals gesagt hat, das ist nicht die Qualität, die kaufe ich nicht. Das konnte man machen damals. War immerhin 53 natürlich der neue Kurs auch. Und es gab eine Zäsur. Und das Zweite war, dass es beispielsweise nur ein Bild von Willi Sitte hier gibt. Und das ist ein sehr gutes Bild. Das ist noch vor seinem quasi Umbruch oder seinem Zusammenbruch. 63 gemalt die Überlebenden. Und er als Verbandspräsident hier nicht gekauft wurde. Überall wurde Druck gemacht, ihn auszustellen, ihn noch in die Ausstellung reinzuschieben, 30 Jahre Kunst DDR beispielsweise, weil es aus erster Hand, 79, wurde in letzter Minute die ganze Ausstellung umgebaut, um Sittebilder dann noch zu installieren. Also man muss auch mal sehen, dass auch die Museen hier erstaunlich unabhängig entschieden haben. Auch resistent. Genau, nach Qualität. Auch. Also natürlich gab es Museumsdirektoren auch hier im Haus. Ulitsch ist zum Beispiel so ein Name, der mit einem Kotau gegenüber der Macht in Erscheinung getreten ist. Aber man muss sagen, es gab auch Museumsdirektoren, die hier mit Rückgrat sich durch die politischen Verhältnisse begeben haben. Und noch eines möchte ich betonen. Der Qualitätsbegriff ist nicht teilbar. Wir dürfen nicht von heute aus einen Qualitätsbegriff, der durch politische Ideologien, der durch ideologische Engführungen aufgeladen wird, über die gesamte Kunstgeschichte stülpen und teilweise Namen herausziehen, die in der heutigen Diskussion vielleicht funktionieren in einer thematischen Ausstellung, die aber nicht die Qualität des gesamten Konvoluts bestimmen. Also wir können ja anfangen von Hassebrauck über Yüksel, Rosenhauer und so weiter und das bis in die Gegenwart, bis zu in die 70er, 80er Jahre zu Tübke und so weiter transportieren. Das sind doch nun, mein Gott, keine Bilder, die man verstecken müsste. Und zum Glück hängen sie ja jetzt auch teilweise. Wir haben schon wirklich unsere kleine Zeit hier auf dem Boden. In anderen Ländern, du weißt es doch.
Da gibt es. Ja, aber wir sind doch nicht in Polen. In Tschechien, im Museum Ludwig. Darum geht es doch nicht. Du hast recht, aber der Vergleich der DDR mit den Ostblockstaaten hinkt, weil die DDR immer eine Orientierung nach Westdeutschland hatte und nicht nach Osteuropa. Aber es wäre heute höchste Zeit, sich mal in diesem Kontext zu orientieren. Da würde nämlich viel Verbitterung und Ressentiment, weil der Blick nach Westen oft so frustrierend war, würde wegfallen. In den Sammlungen in Polen gibt es Magdalena Abakanowicz, da gibt es Sofia Kulik, in Tschechien Magdalena Jetschilova, Adriana Schemotova. Die Namen sagen Ihnen nichts. Warum sagen sie Ihnen nichts? Weil immer nach Westen Das ist ein sehr schönes Kapitelende. Ich würde gerne hören, gibt es Meinungen, Fragen, Kommentare, Erfahrungen? Legen Sie los, melden Sie sich. Sehr bescheiden. Ich dachte, nein, der Herr, bitte. Ich wollte was sagen zu dem Problem Schwarz-Weiß. Sie haben sich ja dagegen gewehrt, dass man nur noch Schwarz-Weiß betrachtet, weil es viel Grau gibt. Ich stimme dem zu, aber ich möchte auch irgendwie einwenden, dass ich das Gefühl habe, es versuchen sie auch viele Schwarze oder Weiße ein bisschen grau zu machen, weil das ja doch ein bisschen angenehmer ist heutzutage. Und dagegen wehre ich mich. Ich finde, natürlich gibt es viele Leute, die unbeschädigt diese Zeit auch überstanden haben, künstlerisch oder moralisch unbeschädigt, aber es gibt eben auch die anderen und ich möchte nicht, dass die alle grau werden jetzt. Ja. Möchte jemand drauf reagieren? Hey, was war vielleicht Sie? Ja, ich sehe das als die Grauzone auch als ein Problem. Aber in Kunst der DDR war alles zusammen. Und das ist, das muss man aushalten oder entweder geht man damit um als Ganzes und stellt das der Westkunst gegenüber und begründet das vielleicht mit anderen verschiedenen Mentalitäten. Man sagt da gern im Osten, weinen die Besucher vor den Bildern, weil die figürlich sind und zum Herzen gehen. Und im Westen ist abstrakt und da ist eine ganz andere Auseinandersetzung. Die Grundauseinandersetzung wäre zwischen Kultur und Zivilisation. Also sollte man das vielleicht als zwei Seiten einer Medaille betrachten. Und vielleicht, also ich finde jetzt, ist die Lösung die, dass man das auch so als zwei Seiten einer Medaille beibehält und zusammenstellt, zusammenführt. Ja, das eine, der Westen hat nach wie vor seine Herrschaft auf die Weltkunst angemeldet und vielleicht wird die Ostkunst mal Weltkulturerbe. Sie haben das ja eingeführt mit der Grauzone. Ja, also es war natürlich sozusagen von mir methodisch gemeint, sozusagen, was eigentlich bezogen auf dieses Begriffspaar, was eigentlich instrumentell verwendet wird, konform und nonkonform, ja, was damit verbunden ist. Ich würde eher dafür plädieren, sozusagen diese Eindeutigkeit oder die Zuschreibung generell zu hinterfragen und eher den jeweiligen Künstler oder die jeweilige Künstlerin in ihren Brüchen, in ihrem Gesamtwerk, in ihren Verflechtungen, auch grenzüberschreitend, in ihren Verflechtungen zu entdecken und damit sozusagen ein umfassendes, differenziertes Bild uns von den jeweiligen Künstlerinnen und Künstlern zu machen. Und aus meiner Sicht sozusagen gibt es eben diese Eindeutigkeit überhaupt nicht und wir entdecken vielleicht in Künstlern, die wir bisher nicht wertgeschätzt haben oder die wir bisher überhaupt nicht wahrgenommen haben, ganz spannende Kontexte, die auch mit unseren eigenen Biografien zu tun haben. So ging es mir bei der letzten Documenta, als ich eine slowenische Dadaistin kennengelernt habe und so in den Bann gezogen war von dieser Werkgruppe, dass mich das 3 Stunden Documenta-Zeit gekostet hat und die ist sozusagen ohnehin relativ knapp bemessen. Und solche Entdeckungen zu machen, indem man genau hinguckt, die Kontexte versucht zu recherchieren, Kuratoren hat, die einem die Blicke öffnen für die Vielfalt der Position, das finde ich eigentlich das Spannende und das sollten wir uns eigentlich nach 2,5 Generationen, nach der Zeit der historischen Zäsur gönnen. Edgar Bielen, Sie wollten noch in aller Kürze, bitte. Ganz kurz ein Beispiel gegen das Graue, ein ganz konkretes Beispiel. Es gab ja nicht nur Bernhard Heisig als Begründer der Leipziger Schule, sondern auch Georg Kurt Müller. Und der selbe Generation bei dem Krieg, bei der SED, und er machte diesen kasernierten Volkspolizisten, der ist an seine
bis heute nachhängt. Ein Bild, was er als Student gemacht hat für diese dritte Kunstausstellung. Talentistisch. Und ja, ein Bild. Und wenn man dann guckt, was er gleichzeitig gemacht hat, okay, dann ist er Nachfolger von Heise geworden als Rektor und dann sind sie beide zurückgetreten als Professoren. Und dann gab es natürlich unter Hörniger dann die zweite Chance und da ist Heise wieder groß eingestiegen als Professor, als Rektor und Georg von Unner nicht. Er ist sozusagen hat sich verweigert als Rektor und als Professor, ist freischaffend geworden und deswegen auch im Westen unbekannt, muss man auch dazu sagen, und machte dann in diesen 60er Jahren bereits um 60 herum konsequent eine sehr geradezu ja, futuristisch zugespitzte, sehr aggressive und Kunst, die dann also um 1980, 81 Alfred Jarry, also das Kriegsrecht war in Polen, dann diese Thematik aufgriff. Und wenn ich mir das heute angucke, staune ich, ja, dass ich das nicht früher so wahrgenommen habe. Und das ja, vergessen wir. Solche ja. Dinge müssen alle noch entdeckt und auch mal verglichen werden. Vielleicht geht es ja auch nicht nur ums Ästhetische, sondern auch um sozusagen den Künstler als Person, als politische Person in seiner politischen Verantwortung. Auch die Entscheidung, die man trifft. Ich weiß nicht, ob er das vielleicht gemeint hat. Da gab es noch eine andere Meldung. Das gehört jetzt noch ein bisschen zu diesem Schwarz und Weiß und Grau, beziehungsweise zu der hegemonialen Einordnung. Ich denke, dass wir uns heute noch mit dem Thema beschäftigen, hängt letzten Endes auch mit den Künstlern selber zusammen. Denn gerade nach 1990 haben einige Dresdner Künstler und Künstlerinnen im Besonderen ja immer darauf gezeigt, auch wie schwer sie es hatten und in der DDR-Zeit und haben auf diese Art und Weise selber ganz maßgeblich dazu beigetragen, dass diese Einordnung eine große Rolle spielen, das kulminiert ja dann in der Ausstellung Bohem und Diktatur, wo man versuchte, ja eben genau diese Einordnung zu treffen. Und ich denke, die Künstler selber sind zum großen Teil doch auch ein Faktor, der dazu geführt hat, dass wir uns heute eben überhaupt noch mit dieser Frage auseinandersetzen. Gibt es noch weitere Fragen, Meldungen? Bitte. Ja, mir hat persönlich die Einführung, was konform und nonkonform bedeutet, sehr gut gefallen. Und aus meiner Sicht ist das ein grundsätzliches Problem. Jeder Mensch ist konform und nonkonform, so gesehen, diese Eigenschaften. Wir haben also nicht nur schwarz und weiß. Und ich wäre dafür, dass dieses Thema eigentlich nur sekundär oder tertiär mit der Kunst zu tun hat. Und ich habe das Gefühl, dass damit mit dieser Klassifizierung eigentlich der künstlerischen Qualität aus dem Wege gegangen wird. Man schiebt immer jemanden in irgendwelche Kästen hinein, ohne über die Kunst selbst zu diskutieren. Und das stört mich. Noch eine Meldung vielleicht? Kommentar? Ne? Herr Ribber, stehen Sie gerne auf. Ich wollte zu dem konform, nicht konform sagen, dass ich ganz übereinstimme damit, dass es ein Begriff ist, der instrumentalisiert wurde, auch gerade nach dem Zusammenbruch der DDR, der vielleicht erlauben sollte, die Position, die man vorher eingenommen hatte, vereinfachend darzustellen, der von außen, vom Westen gesehen, gewissermaßen eine Art Kartografie des Zulässigen und des weiter zu anzusehenden geben sollte. Also da bin ich ganz einverstanden, dass ein solcher Begriff ist. Aber die Systembedingungen von Kunst sollten nicht ganz unter den Tisch fallen, wenn man über Kunst redet. Das ist ja beliebt bei Künstlern und auch bei Kunsthistorikern und Kunsthistorikern, dass gewissermaßen die Kontextualisierung von Kunst schon ein Sakrileg in sich ist. Und das ist nicht so, sondern Kunstbedingungen, und zwar keineswegs nur unter autoritären Herrschaftsbedingungen, sondern eben auch im Marktsystem des Westens und so weiter. Diese Bedingungen sind ja wichtig für die Prägungen, welche Funktionen, bestimmte Positionen, die sich anpassen, die näher zu dem sind, was erfordert wird, und die ferner sind, dass diese Positionen aus dem System heraus bedeuten, zum Beispiel die Perforationsartisten, ne? Wenn man dann hört, wie die sich beschrieben hier in dieser Hochschule, wie die Professoren gelähmt waren, wie ein Freiraum sich
erschufen und so weiter, dann ist die Nonkonformität jetzt vielleicht nicht des Begriffs wegen auf jeden Fall da. Und mein Hauptpunkt ist, dass man die Produktivität von Gegenkünsten, Sie haben das mal schön genannt, Gegenszenen, Herr Perler, die nicht immer schon dissidentisch sind, aber die Gegenszenen sind, für das Kunstsystem so bezeichnet war, dass es gewissermaßen eine Unterhöhlung stattfand, die Doktrin immer leerer machte, die Doktrin immer mehr leer laufen ließ. Herr Kaiser und ich haben ja herausgearbeitet, zum Beispiel für die Aufträge. Am Ende wollten die Künstler die Aufträge nicht mehr, die Künstlerin. Und dann wurden sie fiktiv gemacht, dann wurde ins Buch geschrieben, was machst du gerade im Atelier, gebe ich dir einen Auftrag für. Das heißt, eine unglaubliche Unterminierung des Systems, die sozusagen durch Ordnung geschaffene produktive Unordnung, ist ein ungemein wichtiges Ding und sollte nicht sozusagen zugekleistert werden mit der schönen Formel, dass alles Kunst sei. Und das stimmt genauso für die Autonomie. Das war kein autonomes Kunstsystem, aber die Forderung nach Autonomie, die ständigen Brüche in dem Kampf um Autonomie, das war der eigentliche Punkt. Und am Ende, sagen ja viele, gab es eine Liberalisierung, denn die DDR hatte natürlich viele Phasen. Nein, es gab sie nicht. Es gab einen Verlust der Herrschaft über die Gesellschaft und insbesondere auch über die Künste. Hubertus Giebel sagte wunderbar, am Ende waren die Funktionäre für sich selbst auf der Flucht. Und dieser Aspekt ist sehr produktiv für das Verständnis, auch die Ordnung Unordnung schafft und die Unordnung vielleicht einen Zusammenbruch von Ordnung befördert. Herr Rebeck, das ist aber jetzt 25 Jahre gemacht worden, dieses zeitgeschichtliche Modell als Kontext für die Kunst verwendet worden. Ich denke, das ist passiert und das passiert nach wie vor. Nun ist es tatsächlich an der Zeit, von diesen zeitgeschichtlichen Deutungen mal ans Kunstwerk heranzutreten. Und was das Konforme, Nonkonforme betrifft, ich fange wieder von Osteuropa an, denken Sie, da fragt noch jemand danach, ob dieser Künstler, der vielleicht in Plastic People of the Universe bei der Charta 77 dabei war in Prag, ob das jetzt konform oder nicht konform ist. Die Leute sind in den Sammlungen, die sind sichtbar, die werden kontextualisiert in gesamtosteuropäischen Narrativen. Da spielt das einfach keine Rolle, wer wann wie war. Natürlich haben die einen Vorlauf von 25 Jahren, weil diese zeitgeschichtlichen Deutungen nicht so stark appliziert worden sind. Da bleiben wir vielleicht noch einen kleinen Moment, auch wenn ich nicht ganz identifizieren will. Ich will unbedingt noch die Erfahrung von Christoph Tanner damit mit einbringen, der ja, glaube ich, auch einen polnischen Orden bekommen hat für sozusagen sein Kümmern um die polnische Kunstszene. Sie haben starke Kontakte in die polnische Kunstszene schon in den 80er Jahren gehabt. In den 70ern sogar schon. Also noch vor der solidarischen Zeit. Ich kann hier nochmal wiederholen. Gibt es da etwas, wo man sozusagen Vergleiche ziehen kann, die uns weiterbringen? Nein, man kann keine Vergleiche ziehen, weil es zwar offizielle Kontakte zwischen den Künstlerverbänden der DDR und der Volksrepublik Polen gegeben hat, die sich auf ein Minimum des Austauschs künstlerischer Positionen bei Plenärs oder auch gemeinsamen Ausstellungen bezogen haben, aber es hat überhaupt keine Kontaktaufnahme zwischen polnischen und DDR-Künstlern gegeben im subkulturellen Spektrum. Bis zu dem Moment, wo das Kriegsrecht in Polen ausgerufen worden ist, nach 1981 sind die ersten Künstler, beispielsweise aus Breslau von der Orangen Alternative, nach Dresden gekommen. Es gab Kontakte in Ost-Berlin, es gab Übersetzungen von Texten, es gab sicherlich auch einen verstärkten persönlichen Austausch. Aber es hat beispielsweise in der DDR nie Ausstellungen von polnischen Künstlerinnen und Künstlern aus der gegenkulturellen oder subkulturellen Sphäre und auch nicht aus der linksoppositionellen Sphäre gegeben. Es gibt natürlich in Polen auch Künstler und Künstlerinnen, die mit diesem Staatssozialismus in Polen der Regierung Jerzyk oder Jaruzelski nichts am Hut hatten, die versucht haben, den Sozialismus zu verbessern. Aber Polen ist eine Sondersituation durch ihre antisowjetische Prägung und durch den starken polnischen Katholizismus. Und deswegen finde ich, ist der Vergleich der Entwicklungen in der DDR in einer Gegenüberstellung zu den Positionen in Polen
Ungarn, Tschechien, Tschechoslowakei, wo auch immer, nur sinnvoll, wenn man herausarbeitet, dass sie eben nichts miteinander zu tun haben. Das heißt, der Bezugspunkt war... Restriktive Bedingungen, unter denen Kunst entstand. Selbstverständlich gab es ganz wenige subkulturelle Verbindungen, aber schon Piotr Biochowski und das, Christoph, das sollte dir bekannt sein, der verstorbene polnische Kunsthistoriker, hat den osteuropäischen Raum inklusive Ostdeutschland als eine nur graduell in Überwachungsmechanismen und ein ganz schlechtes Buch. Ja, das kannst du gerne sagen. Christoph, du klingst wie Reich Radetzky. Also ich bin nach wie vor, ich will das auch zeigen, hier bei der Kontextualisierung osteuropäischer, zeitgleich entstandener künstlerischer Positionen. Zurück zum das Thema. Ist ja, das ist aber den zu weit weg. Es läuft ein bisschen die Zeit davon. Das ist uns. Ja. Und zwar den Künstlern, die sich jetzt nicht erkannt, nicht ausgestellt, nicht ästimiert fühlen, mehr nutzen würde, zu schauen, wie es unter ähnlichen Bedingungen aussah. Herr Kaiser, bitteschön. Achso, da hinten war noch jemand vorher. Gerne. Mit der Bitte um Kürze, weil uns ein bisschen die Zeit davon läuft. Interessiert in der Diskussion. Das eine war die 10. Kunstausstellung der DDR. Das andere war, da betroffen haben, Tanner, Qualität ist unteilbar. Die Kunstausstellung der DDR wurde in den Bezirken vorbereitet und das, die Kuratoren in diesem Sinne waren die Künstler selber, nämlich die Sektionsleitung. Und diese Sektionsleitung waren querbeet, also vom total in Anführungszeichen sozialistisch-realistisch bis zu Leuten, die Kunst gemacht haben und die im Westen sogar anerkannt waren. Insofern ist dieses Spektrum damals nie nach Nonform oder Nonkonform eingeordnet worden, sondern nach Kunst, die Qualität hat oder nicht. Und in dem Sinne war dann Qualität ist unteilbar. Also wenn ich habe jetzt die Möglichkeit nach der Wende gehabt zu reisen, habe mir verschiedene Museen angeschaut. Wenn ich da einen Dreckhafen sehe, in einem hochrenommierten Museum und ich sehe da so gute Kunst von Chagall bis sonst wo, ich habe in Dresden den Begriff Rosenhauer im Kopf. Was ist Qualität? Vielen Dank. Herr Kaiser, bitte schön. Sie geben das Mikro nicht aus der Hand. Da sind wir eigentlich schon bei dem Hauptproblem, was sozusagen subkutan natürlich in der Diskussion mitschwingt. Das sind die Deutungsversuche, Deutungsmächte, Diskurshoheit. Das ist doch ein ganz legitimer Vorgang, dass man natürlich als Intellektueller, als Künstler, als Galerist, als Kulturpolitiker versucht, diese Hoheit mitzubestimmen, völlig klar. Aber das sind natürlich interessengebundene Geschichten. Die sollten natürlich auch grundiert werden mit der faktischen Wahrheit der Prozesse, die wir seit 30 Jahren ja gestalten und mitgestalten. Alle die Leute, die ich hier sehe, haben das ja auch maßgeblich mitgetan. Ich habe nur zwei Anmerkungen. Einmal zu Frau Altmann. Also das, was Sie uns jetzt hier verkaufen als das neue, sozusagen emanzipatorische, gendergestützte Modell, dass man nun eine osteuropäische Kontextualisierung ostdeutscher Kunsttendenzen vornehmen solle, das halte ich für Unfug. Vor allen Dingen deshalb, weil es diese Versuche ja in den 90er Jahren zu Mass gegeben hat. Und ich denke an eine Ausstellung, der damals noch mit Bremen veranstaltet in Berlin, Christoph Tanner war auch dabei, unter dem Thema Samizdat. Und dann ging man durch diese Ausstellung, durch die verschiedenen Länderetappen sozusagen und sah mit etwas müdem, mitleidigem Lächeln auf die Baracke, die für ostdeutsche Künstler vorgesehen war. Weil natürlich in diesem Kontext das Spezifische dieser ostdeutschen Kunst überhaupt nicht zur Geltung kommen konnte. Es sind einige Rahmenbedingungen genannt worden, Katholizismus und so weiter, ganz andere Offenheit gegenüber auch der Bipolarität zwischen Figuration und Abstraktion. Das ist nur die eine Annahme. Also ich glaube nicht, dass das ein gangbarer Weg ist, sozusagen uns durch Osteuropa näher zu bringen. Art 1 und Art 2 ist diese Geschichte halt, dass wir nochmal auf die Begriffskonstellation zurückkommen. Konform oder nonkonform. Es ist doch völlig legitim, dass nach einem Systembruch, selbst in der Familie, natürlich nach Dingen gesucht würde, die quasi sozusagen systemstabilisierend waren, die vielleicht auch zum Unrecht beigetragen haben, etc. Die gesamte deutsche Nachkriegsgeschichte
ist doch nach 89 so sortiert worden. Ich will nur den Begriff der Staatsnähe kurz anführen, der sozusagen in der kulturellen, geisteswissenschaftlichen Elite Ostdeutschlands natürlich zu einem harten Kriterium des Ausschusses oder der Integration geführt hat. Das waren ganz normale Sortierungsbegriffe, die durchaus natürlich von Westdeutschen durchgeführt und angewandt wurden, von Ostdeutschen natürlich auch aufgenommen wurden, aber die bringen natürlich erstmal eine Kartografie, Spannungsmasten sozusagen in dieses Feld, und was völlig wegfällt, ist die Landschaft der Mitte, die es dazwischen gibt. Es gibt also nicht zwei Seiten einer Münze, das ist ein völlig falsches Bild. Es wäre sozusagen eher so, dass dazwischen ist sozusagen die eigentliche Geschichte, und das, was ich beobachte, und für das ich jetzt auch stehe, ist nicht sozusagen diese Polarisierung aufrechtzuerhalten zwischen Dissidenz und Staatskunst, sondern dass man einen nüchternen, sachlichen, unaufgeregten Blick auf das dazwischen legt, also das sozusagen die normalen Sphären der Kunstproduktion, mit allen Illusionen, mit allen Träumen und Utopien, und das vermisse ich in Albertino. Überhaupt die Expertise dazu, diese Mitte zu kartografieren und zu sondieren in den Ateliers der noch lebenden Künstler. Okay, vielen Dank. Ich würde das gerne mal weiterreichen. Sofort, eine Sekunde. Wir sind ja jetzt sozusagen, der Anlass ist ja die Ausstellung, die wir jetzt sehen, die Räume, die auch zeigen, auch chronologisch zeigen, wie hier angekauft wurde, ostdeutsche Kunst. Vielleicht einen Moment mal noch über diese Ausstellung, die Art und Weise dieser Ausstellung reden. Also Eckart Kill, vielleicht die Frage an Sie. Sie haben sie heute zum ersten Mal gesehen, soweit ich weiß. Ja. Was war aus dem Publikum auch kam? Ja, die Ausstellung ist interessant. Sie zeigt, wie gut gekauft wurde. Und natürlich gibt es diese, sag mal, Dekorateure des Systems, die kommen natürlich auch vor, werden leider auch ein bisschen zusammengeworfen in einen Topf, nämlich ich würde mal Ronald Paris rausnehmen aus der Ecke, wo er jetzt hängt, weil sein Marx-Engels-Platz unter dem Regenbogen mit dem schwarzen Rauchbogen dagegen natürlich ein Epochenbild ist, das sehr kritisch ist. Auch so kritisch. Ja, das ist egal. Aber es wurde halt so gelesen als ein Bild, da wurde das alte Berlin vorgeführt nochmal, das dann abgerissen wurde für die neue sozialistische Metropole. Das war ja das Ziel. Das ganze Zentrum von Berlin wurde abgerissen und es wurde eine neue Stadt sozusagen, ein neues Jerusalem gebaut. Und das zeigt ja ganz schön, ganz atmosphärisch. Natürlich ist es kein großes Kunstwerk, aber ich finde, das muss man eben auch erläutern und absetzen, sagen wir, von einem Berganda oder von einem Womaka. Ja? Also das sind eben doch für mich große Unterschiede. Und da fehlt es mir natürlich an Differenziertheit dazwischen, aber ich finde trotzdem, für mich war immer einfach das, was ich gelernt habe, die Ankaufspolitik, dass die sehr interessant war, und zwar von Anfang an. Und auch der Beginn der Ausstellung ist sehr interessant, das Potenzial, was hier in Dresden ist. Und dass man eben endlich mal aufhört zu sagen, das ist DDR-Kunst. Es ist eine der wichtigsten Kunstlandschaften Deutschlands, die eben nicht homogenisiert wurde in der DDR, sondern die sich behaupten konnte mit einem ganz breiten Spektrum. Dazu gehörte auch noch Otto Dix, der immerhin dahin kam, seine Schüler. Einer war Berganda, muss man natürlich sagen, und Querner und solche Leute, die dann in Weimar alle an den schwarzen Wand gestellt wurden. Das ist natürlich... Sie sprechen die Ausstellung von 1999, die sozusagen nach den Kisten, wie sie kamen, einfach von links nach rechts gehängt wurde, ohne irgendeine Wertung. Also ich finde schon, dass es ein Versuch ist, ein erster Versuch ist, hier das zu sortieren und zu gestalten, und man kann viel daraus lernen, und auch vor allen Dingen eben, man kann, was ich gelernt habe, dass durchaus auch die Direktorinnen und Direktoren hier in den Museen nicht einfach willfährige Helfer waren, die nur einfach den Staatsauftrag erfüllt haben, sondern durchaus eine eigenständige Sammlungspolitik auch zu betreiben. Und ich würde mir eben wünschen, dass diese Differenzierung gemacht wird, dass wir eben, wir haben eine Münchner Malerschule, eine Berliner, wir haben Kunstlandschaften, und das war das, was sie eben ja auch vehement verteidigt wurde im neuen Kurs 53 gegen Leipzig beispielsweise, ganz polemisch von Lea Grundig, die damals noch keine Kunstfunktionärin war, noch nicht Vorsitzende des Verbandes war,
die also da Randreden gehalten hat. Es wurde damals auch von Krämer in diesen Sitzungen gesagt, von Nazi-Kunst gesprochen, was die sowjetische Kunst angeht, in Anwesenheit von sowjetischen Kollegen. Und da wurde sehr offen 1953 diskutiert. Also das eben zeigt die Ausstellung in Ansätzen. Und ich finde auch sehr gut, dass die Bildhauerei integriert ist und damit verbunden ist. Es ist ja sogar ein Lev Kerbel dabei, was mich ja sehr... Ja, auch, genau, weil der musste ja immer für Lenin und Tillmann musste ein Russe kommen. Ja. Das hat man den Deutschen, den DDR-Künstler... Da kann man, glaube ich, über die künstlerische Qualität muss man nicht weiter wahrscheinlich diskutieren. Aber Frau Rabe, jetzt macht mir ein bisschen Sorge, dass Sie so still sind. Wie ging es Ihnen mit dieser Ausstellung? Ich meine, Sie waren ja im Museum Barberini in Potsdam vertreten. Jetzt sehen Sie das, was Sie hier sehen, dieses Nebeneinander, ich sag mal, Kerbel, zwischen Kerbel und A.R. Penck. Also ja, eine größere Bandbreite kann man sich das gar nicht. Es ist doch immer schwierig. Also das Ganze ist ja biografisch unterfärbt bei mir und insofern kann ich nicht unbefangen in so eine Ausstellung gehen. Also ich sehe sofort die Cover und die Abbildungen in meinen Schulbüchern vor mir und mir wird ganz klamm. Das heißt also, es ist sehr wohl feil zu sagen, man möchte jetzt über die künstlerischen Qualitäten reden. Ich glaube, das ist emotional doch noch auch so sehr besetzt von sehr vielen, dass man sich erstmal darüber einigen muss, worüber redet man überhaupt, wenn man so ein Bild sieht. Also was ist das überhaupt, also quasi auch biografisch beim Betrachter. Was sieht man da? Was schwingt damit? Was schwingt damit? Was sieht man da? Ist dann die zweite Frage. Was sieht man ganz konkreter und wie ist es gemalt und wie ist es gemacht? Das wären dann die formalen Kriterien, die mich natürlich auch interessieren. Die interessieren mich aber nur insofern, als ich sie quasi in Bezug setze zu einer aktuellen Produktion und auch eben halt in der Begrifflichkeit konform, non-konform, halt in der Wiederkehr sozusagen der immer gleichen Prozedur, dass es eben halt bestimmte Notwendigkeiten gibt oder gefühlte Notwendigkeiten bei Künstlern, sich so oder so oder so zu verhalten. Man kann das ja, wenn man in genügend Jurys gesessen hat, und das habe ich, ziemlich saisonal verorten. Was läuft gerade? Und dann findet man da natürlich ganz viele Anträge für Stipendien oder für, keine Ahnung, auch Kunst am Bau oder dies oder das. So, das ist ja alles nicht weg. Das heißt, eigentlich geht es mir vor allem auch darum, also auch in der Ausbildung von jungen Künstlern und auch in meiner eigenen Produktion, immer wieder abzugleichen, wo mache ich Kompromisse, die ich verantworten kann, wo mache ich Kompromisse, die ich nicht verantworten kann. Und wie sieht das am Ende aus, wenn ich etwas mache, was vielleicht auch noch ein paar Jahre überdauert und nicht heute bei H&M und morgen irgendwie in einer Alt-Kleidersammlung. Das heißt, Ihre Kriterien von damals haben sich gar nicht geändert? Na, erstmal die Kriterien an die Haltung, sozusagen, also natürlich immer zu entscheiden, das sind immer Kompromisse. Und das Geflecht zwischen eben halt einem politischen Bezugssystem oder einer Gruppierung, einer Peer Group oder einer bestimmten Zielgruppe oder so, das kommt methodisch ja immer wieder. Und dazu war natürlich die DDR eine harte Schule, aber eben auch die Basis dessen, aufgrund dessen ich halt heute sehr sensibel damit umgehe, wie ich Biografien beurteile. Vielleicht noch ein kurzes Wort zu Ihren Studentinnen und Studenten. Also welche Rolle spielt da eigentlich der Blick zurück? Na, der Blick zurück spielt im Grunde genommen eigentlich weniger eine Rolle als vielmehr die für mich verblüffende Tatsache, dass ich immer relativ zügig nach ungefähr 10 Minuten im Einzelgespräch spätestens weiß, wer eine Ostsozialisation und wer eine Westsozialisation genossen hat. Woran erkennen Sie das? Das haben wir vorhin ja schon mal ganz kurz angerissen im Vorgespräch. Ich kann es nicht genau sagen. Ich habe schon mal versucht, irgendwo mir so stichpunktartig zu notieren. Das führt nicht so richtig weiter. Es ist ein bestimmtes, also ich werde dann noch drüber nachdenken und werde es wissen lassen, wenn ich da zu einem Punkt gekommen bin. Aber ich bin jetzt 21 Jahre Professorin und lehre an der 7. Kunsthochschule und davon waren 6 im Westen und das ist die erste im Osten. Und ich habe es auch im Westen immer gemerkt, wenn jemand also auch noch mit ausgereisten Eltern im Grunde genommen zwar vor westlichem Hintergrund aufgewachsen ist, aber diese biografische Hintergrundrauschen hat. So, aber das jetzt nur so am Rande, aber für im Grunde eine bestimmte Sensibilität, die man da auch fördern kann und muss, versuche ich mich einzusetzen. Das trifft nicht immer auf offene Ohren, weil die Mehrzahl der auch im Osten jetzt an meiner Hochschule westlichen Professoren finden das vollkommen unnötig und irrelevant, aber sie nehmen es halt auch nicht wahr. Bitte. Ja, es
klang hier schon mehrfach an, ich wollte es noch mal einmal deutlich sagen, dass ich immer finde, man muss sich ganz bewusst sein, dass in der Diskussion ästhetische und moralische Beurteilungen immer wild durcheinander gehen. Und nonkonform heißt nicht gleich künstlerisch gut und konform heißt nicht gleich künstlerisch schlecht. Also, und das einfach nochmal als Hinweis, dass man sich das immer bewusst macht. Ich finde, je nachdem, welche Fragestellung man hat, kommen auch andere Ergebnisse raus. Und ich finde es immer so langweilig zu sagen, es gibt diese eine Unterscheidung, da muss man sich dann positionieren. Es gibt ganz viele Sichtweisen, Fragestellungen, Untersuchungskriterien. Und das finde ich das viel Interessantere. Und deswegen, am Anfang wurde öfter gesagt, man wundert sich, warum man heute noch diese Frage, gibt es konform, nonkonform, beantworten muss. Also, da würde ich zustimmen. Ja, also ich wundere mich auch, weil es gibt so viel mehr zu entdecken und es ist klar, wenn man biografisch nah dran ist, dass man emotional beteiligt ist, dass man dann auch schnell moralisch wertet. Mit einem längeren Abstand ist das dann, spielt es weniger eine Rolle, also wenn man in andere Systeme guckt, in den NS, da kann man auch Leni Riefenstahl, kann man sagen, die hatte großartige Filme gemacht, aber sie hat es dem NS angebiedert und das, also es gibt, also das ist eigentlich mal wieder so ein Plädoyer für diese Graustufen, dass es eben nicht einfach zu entscheiden ist, wer steht auf welcher Seite und dass man verschiedene Fragestellungen, verschiedene Sichtweisen zulassen muss. Und Kunsthistoriker können durchaus den Kontext mit angucken und machen das auch. Da würde ich auch nicht dagegen verwehren. Noch Meinungen, Kommentare, Fragen in aller Kürze bitte. Es bleibt ein bisschen hier. Hier war der, Entschuldigung, ich muss ganz kurz eine kleine Frage. Ich hatte Ihnen versprochen, völlig richtig, bitte. Ja, also. In aller Kürze, bitte. Ganz kurz, ja. Und zwar zu konform oder non-konform. Mikrofon. Die Frage des Humanismus. Und die Frage des Humanismus, die gibt es heute nicht mehr. Wir hatten zum Beispiel in Dresden die wunderbaren Maler, den Erich Gerlach und den Nehmer und besonders dann den Siegfried Lotz. Der war Professor für Kunststudium an unserer Universität. Und das gab es nur in der DDR, das Kunststudium. Und dort, wer das erlebt hat, wo Siegfried Lotz gestorben war, wie seine Schüler zu der Ausstellung mit waren, in der Kunsthochschule. Die haben so wunderbar über den Siegfried gesprochen, es war eine Freude dazu. Und das zum Beispiel Grundstudium, auch in Richtung Humanismus, das hat es in Westdeutschland nicht gegeben, das hat es nur in der DDR gegeben. Und dazu ist heute kein Wort gesagt worden. Und ich möchte Ihnen nochmal sagen, diese zwei, besonders Erich Gerlach, nach der Wende hatte der eine Ausstellung, der war erschöpft. Der hat gesagt, ich habe überhaupt gar kein Verbindung mehr. Und das war ein wunderbarer Maler. Wir müssen ja kennen, wir müssten kennen, Erich Gerlach. Ja. Und Nehmer genauso. Und das hat mir heute gefällt. Danke. Vielen Dank, vielen Dank. Und dann dort und dann würde ich gerne mal zurück in die Runde gehen. Bitte. Also ich betone das jedes Mal, wenn ich die Gelegenheit habe. Ich würde mich freuen, wenn jetzt nach so langer Zeit generell über Kunst gesprochen würde, weil das ist für mich sehr schwierig und ich denke, darum wird sehr wenig geredet, weil es gibt natürlich unter diesen vielen DDR-Künstlern auch sehr vieles, was ich für mich als Maler noch nicht mal als Malerei bezeichnen würde und was aber weltweit als DDR-Kunst herumgereicht wird und immer und überall großartig angeguckt wird. Ja. Andererseits möchte ich noch sagen, non-konform, konform, okay, aber es gab auch einen Opportunismus, der wirklich sehr schädlich war. Und ich möchte gern noch mal direkt auf zwei Leute hier eingehen. Das wäre Paul Kaiser. Wir hatten die Ausstellung, ich habe mich gefreut, heute ist die Orangerie wieder eröffnet worden. Ich kann mich sehr gut erinnern, dass du mir damals gesagt hast, ich mache da eine tolle Ausstellung, Sachsen am Strand, wunderbar. Da ist der Peter Kaiser dabei, da ist der Peter Graf dabei und ich habe mich auf die Ausstellung gefreut. Dann hänge ich da zwischen Sitte und Heißig und Tübke. Und da habe ich mich beschwert und da hast du gesagt, für die kriege ich Geld, für dich nicht. Und das ist sehr entscheidend. Das ist so wahr politisch. Es gab nur für die Staatskünstler Geld, nicht für die anderen. Ab und an schon, aber nicht in dem Maße. Und genauso möchte ich auch nochmal an den Gillen sagen, warum ist bei den ganzen Ausstellungen immer Sitte bei, warum ist nicht mal Leber bei oder was weiß ich, eben Hans-Peter Hund, für den ich neulich schon mal gesprochen habe.
oder Petra Kasten oder was weiß ich wer. Die Leute, heute Morgen hat ein Schriftsteller gesagt, die Leute, die vor der Wende nicht rausgekommen sind, sind auch hinterher nicht rausgekommen. Das finde ich fürchterlich, ja? Dass das immer noch nach so vielen Jahren so ist und dass es immer noch um diese Politik geht. Das würde ich ganz gerne, eine Sekunde, das würde ich ganz gerne direkt reingehen, weil das ist, glaube ich, ganz sehr, sehr wichtig geworden. Ne? Habe ich hier was ja, bitte. Also, ich sehe, dass diese, ja, ich sehe, dass diese Diskussion sich besonders auf die Generation bezieht, die in der DDR gelebt hat. Und ich befürchte, wenn es die Generation nicht mehr gibt, dann entfällt die Relevanz. Und besonders vor dem Hintergrund des 21. Jahrhunderts im neuen Jahrtausend, jetzt organisiert sich die Kunst neu und die Moderne ist passé. Sloterdijk hat über die Moderne geschrieben, das sind alles Banausen, die haben alles kaputt gemacht. Alles, was sie versprochen haben, die Reinigung und die Verbesserung der Welt, und das ist alles nicht erfüllt worden. Also weg, wieder zurück zum Anfang, wo kommen wir her? Die neue Aristokratie ist heute der Markt. Die Reichen werden Siegerkunst, Wolfgang Ulrich, das schöne Buch, Siegerkunst auf den Weg schicken. Das heißt, es werden über den Markt Sieger geboren. Das sind die Sammler und die Künstler. Das ist eine Königsklasse, wie im Fußball. Der Fußball denkt auch über eine Weltliga nach. Und da wird diese ganze, was wird dann aus dieser DDR-Kunst? Und da ist Frau Wagner. Da wünsche ich ihr viel Glück dass, und Kraft und Mut weiter, das in die Hand zu nehmen und das zu sortieren. Also vielleicht nach dem Modell 10 einer Ehe, in West und Ost die gleiche Sprache sprechen, aber sich nicht verstehen. Muss man auf Verbündete hoffen, die mit uns, über uns reden. Das müssen sie nicht alleine machen. Ich wollte jetzt auf diese letzten Beiträge noch mal kurz eingehen und die These vertreten, dass dieses Begriffspaar Konformismus und Nonkonformismus wirklich abträglich ist. Es macht uns blind für die Desiderate, die sozusagen nicht diskutiert werden, die nicht wahrgenommen werden. Es ist vorhin schon gesagt worden, es ist doch schon merkwürdig, dass diese Diskussion ausschließlich über die Kunst in der DDR geführt wird, diese Kategorien konform und nonkonform, aber sie wird eben nicht geführt über die westdeutsche Nachkriegskunst. Ich finde es deshalb sozusagen mittlerweile an der Zeit, auch von dem zeitgeschichtlichen Abstand her, einen integrierten Blick auf die deutsche Nachkriegskunst zu werfen. Und in ihren Verflechtungen wahrzunehmen, mit ihren Differenzen, in ihren, ich sage das nochmal, Grautönen, einfach um die Diskussion aufzumachen. Also demokratisch mit deutscher Nachkriegskunst umzugehen, heißt eben Entdeckungen zu machen, Fragen zu stellen, auch die zeitgeschichtlichen Kontexte, in denen Künstler immer gearbeitet haben, nochmal zu befragen und damit ein Remapping der deutschen Nachkriegskunst vorzunehmen. Das ist eine Diskussion, das sollte ich ja, gesagt, ja. Als letzter Satz nochmal anmerken. Das ist eine Diskussion, die wir uns gönnen müssen, um einfach den Blick aufzumachen und nicht zuzumachen, um eben eine Selbstbehauptung auch als Rezipient, als Publikum zu realisieren. Und die Diskussion, die hier angestoßen worden ist in Dresden, ist eigentlich eine Adresse an die Kuratoren und an die Museen dieser Republik, eben mehr auf Differenzierung zu gehen, die unentdeckten Positionen zum Thema zu machen. Okay, wir sind schon im Zielschlauch. Von aller Kürze bitte. Also die Kunstdokumentation, speziell die der Ärger gemacht hatte, 96, wollte ich ein Parallelband machen für Westdeutschland. Ist mir bis heute nicht gelungen. Herr Rehberg hat einen großen Antrag gestellt, abgelehnt worden. Es gibt kein Interesse an diesem Thema, es gibt keine Geldgeber, und ich halte nach wie vor genau diesen Punkt für sehr wichtig. Die ganze Verflechtung mit den Galerien, dem Kunstmarkt, was auch immer, Staat und Gemeinden und ein sehr mindestens so komplex, noch viel komplizierteres Geflecht, was man eben auch genauso durchleuchten muss, so wie ja überhaupt nach 1989 die DDR durchleuchtet wurde. Jeder hier, ja. Wir haben gerade heute darüber gesprochen, Arno Rink musste dann zu einem
Minister sich rechtfertigen und wurde verhört, ob er überhaupt würdig ist, Rektor bleiben zu dürfen, und kam zurück und hat geheult und war völlig fertig. Ja. Da kam jemand, der keine Ahnung hatte von Kunst, ihn nicht kannte, die Leipziger Kunst nicht kannte, und hatte das Amt und konnte ihn sozusagen zur Schnecke machen. Also diese Erfahrung, das ist doch ganz wichtig, dass wir das irgendwie mal begreifen, dass ein Teil dieses Landes durchleuchtet wurde und der andere Teil nicht, der überhaupt nicht durchleuchtet wurde. Warum sollen sich die abgetreten, dass die Alliierten das dann aufgegeben haben? Und da ist ein Nachholbedürfnis, damit wir hier irgendwo mal wieder in den Balance kommen. Es geht ja offenbar auch um verschiedene Kategorien. Es wurde ja auch aus dem Publikum angemerkt, dass wir sozusagen trennen müssen zwischen ästhetischen Kategorien, zwischen moralischen Kategorien, zwischen politischen Kategorien. Es wird uns heute Abend nicht in aller Ausführlichkeit gelingen, aber das ist natürlich auch etwas, was wir vielleicht bei nächster Gelegenheit diskutieren können. Da hinten kam noch eine Wortmeldung. In aller Kürze bitte, weil uns wirklich ein bisschen die Zeit davon rennt. Also ich heiße Heike Wittrich und habe in Berlin und in Dresden studiert, Malerei und Grafik. Und eigentlich bin ich da, um Sie um Verständnis zu bitten. Verständnis dafür, dass es in dieser Zeit und an diesen Hochschulen wirklich Umstände gab, die einen durch, wenn man ganz stark war, wenn man viel wollte, wurde man reglementiert. Ich wurde das auch. Ich musste sozusagen die Schule verlassen und Herr Bonhoeffer hat es auch in die Wege geleitet. Und ich habe dann in den vielen Jahren, ich habe dann auch in Dresden studiert, also an zwei Hochschulen. Ich bin auch sehr mutig geworden, habe zur Wende getanzt. Und wenn jetzt so eine Ausstellung ist, wo eben dann wieder auch Namen genannt werden und Herr Bonhoeffer an erster Stelle steht, ich bitte Sie, Sie müssen auch mit uns Geduld haben. Das ist nicht so einfach. Ich möchte wohl jetzt vielleicht nicht weiterreden. Vielen Dank. Also, wir können diese Diskussionsrunde nicht beenden, ohne tatsächlich die politisch-moralische Verantwortung von bestimmten Künstlern, auch etablierten Künstlern, zu hinterfragen, oder? Also ich meine, das ist vielleicht ein bisschen etwas zu kurz gekommen auch in dieser Runde, also weil wir dann doch auch über ästhetische Kriterien, über Kunstmarkt, über Grauzonen gesprochen haben, aber es gab doch, wir haben es gerade hier gehört, durchaus auch knallharte Kulturfunktionäre, die vielleicht auch gute Künstler waren, das kann ja sein. Was ist mit Walter Bonhoeffer, was ist mit Willi Sitte? Ich gebe es mal in die Runde. Ja, naja, das ist für mich ein weites Feld. Also Walter Bonhoeffer, also da stehen mir die Haare zu Berge. Ich kann es natürlich, also ich habe in Dresden studiert und nicht in Berlin-Weißensee, wo ich jetzt unterrichte. Ich weiß aber, dass es also wirklich, ich kenne sehr viele sehr gruselige Geschichten, wie der umgesprungen ist mit den Studenten. Und zum Teil ganze Jahrgänge extrapoliert hat. Wir haben sie ja. Ja, ja, natürlich, ja. Kenne ich doch. Und da zu erleben, wie die jetzige Rektorin eine Ehrenrede hält auf Walter Bonhoeffer und mir nicht Bescheid sagt vorher oder mich mal fragt, was ich davon halte, ich war damals Pro-Rektorin. Ich bin einigermaßen ausgerastet, muss ich ehrlich gestehen. Das hat mir auch nicht nur Freunde gemacht in der Schule, aber da gibt es also auch eine ganz merkwürdige Fortsetzung von Traditionen, also vollkommen selbstverständlich, sich da so rein zu amalgamieren und das also im Grunde wie eine Art folkloristische Episode zu behandeln, ohne auch nur einen Funken von Empfindlichkeit zu entwickeln für Biografien, die da wirklich in diesen Systemen gekämpft haben und zum Teil auch wirklich unter argen Zumutungen gelitten haben. So. Der Widerspruch konform und nonkonform begann ja bereits in der Partei selbst. Da gab es die Stalinisten und die Reformer, die Erneuerer. Ich habe jetzt ein Buch in der Hand gehabt von einem Sohn eines aus dem Politbüro, Heber. Der hat das Schicksal, dieses Buch ist wahnsinnig interessant, um zu erfahren, wie die untereinander miteinander umgegangen sind. Die haben sich gegenseitig in den Knast gebracht oder in die Irrenanstalt. Der Heber hat in der Irrenanstalt Ernst Busch, den Barrikadensänger, gefunden. Also diese Schicksale gab es bereits in der Partei selber. Frau Macke, haben Sie gerade erwähnt, Willi Sitte, das war Ihr Chef, Christoph Tank, oder? Mein Chef? Ja, der war Präsident des Verbandes der Bildenden Künstler DDR. Und Sie waren Sekretär. Ich war Sekretär, ich war auch Mitglied der Sektion Kunstwissenschaft des Verbandes Bildender Künstler der DDR, weil ich habe ja bis zum Ende der DDR in der DDR gelebt.
Also ich glaube, ich muss mich jetzt nicht dafür rechtfertigen, dass ich ein Leben in der DDR geführt habe. Es geht um Willi Sitte, um diese Person Willi Sitte. Ich würde gerne ich habe keine Befehle von Willi Sitte entgegengenommen, sondern ich habe als Teil eines Systems gearbeitet bis zu einem gewissen Punkt, an dem ich dann aus dem System herausgeworfen wurde. Aber bis es dazu kam, habe ich natürlich als Rädchen innerhalb dieser Maschine gearbeitet, aber eben nicht ohne persönliche Wertungen zu vollziehen. Und natürlich gab es auch innerhalb des Künstlerverbandes Diskussionen, vehemente Diskussionen. Deswegen halte ich es für wichtig, dass alles auf den Tisch gepackt wird, dass so eine Ausstellung, wie das Schöne Haus sie jetzt gemacht hat, eben den richtigen Weg geht, die Türen aufzumachen und die Dinge herauszuholen, damit man über sie sprechen kann. Und meines Erachtens ist es wichtig, bei jedem Werk die Künstlerpersönlichkeit zu hinterfragen, und dann kann man natürlich über das Werk mit ästhetischen Kategorien argumentieren und gegenüber dem Künstler meinetwegen auch mit soziologischen oder moralischen oder anderen Kategorien. Aber ich denke, es ist wichtig, diese Tiefenbohrungen zu beginnen. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, Willi Sitte ist ja auch in seiner Biografie von der einen Seite auf die andere und dann auf die ursprüngliche Seite wieder zurückgekehrt. Wie will man das jemandem vorwerfen, der durch dieses System gegangen ist, der ein Stalinist war und gleichzeitig aber auch bestimmte soziale Errungenschaften innerhalb des Künstlerverbandes durchgesetzt hat. Also wenn es nicht Willi Sitte gegeben hätte, dann hätte es auch nicht die Einrichtung der Behelfsgeschäfte für den Künstlerbedarf gegeben. Also das muss man auch sehen. Ich argumentiere jetzt nicht dafür, ich will nur damit sagen, dass einfach diese Differenzierung notwendig ist, dass man anhand der Fakten genau belegt, worüber eigentlich gesprochen wird. Aber es gab ja auch politische Opfer des DDR-Kunstbetriebs. Die gab es ja auch. Wir hören das ja zum Beispiel. Ja, natürlich. Also ich bin der Letzte, der jetzt die... Jenseits der ästhetischen Kategorien, einfach als Teil des politischen... Natürlich, es ist wichtig, darüber zu reden. Und es gibt ja insbesondere in den 80er Jahren eine ganze Generation, die sich dann auch für diese Hintergründe der Macht nicht länger interessiert hat, weil sie einfach gesagt haben, wir nehmen uns die Freiheit, gegen die Macht in Erscheinung zu treten. Also die Absage an die Macht hat in den 80er Jahren geradezu eine Bewegung erreicht, die es vorher nie gegeben hat. Gegen die konnte dann Willi Sitte auch nichts mehr ausrichten. Thomas Brüner, du wolltest noch was sagen. Also mit der Bitte um Kürze. Ja. Wir sind schon über der Zeit. Ich finde schon, dass wichtig ist, sozusagen auch über Verantwortung und über die Bewertung von Verantwortung zu reden, ganz klar. Aber was mich stört, ist, dass es wieder nur für die DDR eingefordert wird. Da gehört sozusagen in der frühen Geschichte der Westdeutschen, von Westdeutschen, der Bundesrepublik, sind eben Sachen passiert, die bodenlos sind. Wir haben ein Buch publiziert über die illegalen Abhörmethoden der Geheimdienste in den frühen 50er Jahren. Das ist völlig unbekannt. Professor Poschepot, der das erforscht hat, hat ein ganzes Buch darüber geschrieben, und es zieht dir die Schuhe aus. Und dass das sozusagen wegdividiert wird aus der kollektiven Erinnerung des Nachkriegsdeutschlands, ist schon berät. Dass die FDP fast von Neonazis unterwandert worden ist in den 50er Jahren, darüber redet niemand. Dass noch vor dem 17. Juni 1953 ein großer Generalstreik in Stuttgart stattgefunden hat, wo Hunderttausende demonstriert haben und auf der Straße waren und die amerikanischen Panzer gerollt sind. Habt ihr davon was gehört? Man kriegt es, wenn man sich damit beschäftigt, kriegt man es raus. Aber es ist nicht Teil einer gemeinsamen deutschen Nachkriegserinnerung. Und ich finde, dass deshalb sozusagen die Verantwortungsdebatten auf zwei Schultern gehören, nicht auf eine Schulter. Reden wir überhaupt noch über Kunst oder reden wir letztendlich? Nein. Reden wir überhaupt noch über Kunst oder reden wir tatsächlich über eine politische Aufarbeitung? Denn wir sehen ja hier sozusagen die Aufregung seit 30 Jahren nach der friedlichen Revolution immer noch sehr stark. Andererseits wurde auch eingefordert, die ästhetischen Kriterien anzulegen, was ist gute Kunst, was ist schlechte Kunst, das soll überall gleich gelten. Aber offenbar ist die aufgeregte Diskussion scheint doch auch
sozusagen ein gesellschaftliches Defizit aufzuzeigen, oder? Also wie ist es in der Mitglied, vor allem in aller Kürze? Herr, Sie sagen es bereits. Ja. Muss ich. Herr Krüger argumentiert natürlich auch aus seiner politischen Funktion, und das ist völlig richtig. Klingt allerdings so ein bisschen nach Sandkasten, dass wir jetzt uns hinsetzen müssen nach 30 Jahren, ihr habt das gemacht und ihr habt das gemacht. Wir sind immer noch bei der Kunst, und zwei Dinge machen mir hier große Sorgen. Und zwar, das eine ist, dass der Referenzrahmen, mir ist ja von Herrn Kaiser das gerade als Unfug attestiert worden, dass der Referenzrahmen DDR heißt. Alles ist besonders in der DDR, das spielt sich alles innerhalb dieser besonderen Bedingungen ab, oder höchstens noch deutsch-deutsch. Wir leben aber nun Gott sei Dank im 21. Jahrhundert, wo sich eine globale Sensibilität ergibt. Wir sitzen hier in dem Museum, das ist keine städtische Sammlung, das ist ein Weltmuseum schon immer gewesen, wo internationale Bezüge hergestellt werden, wo internationale Künstler zeigen, wo internationale Kontextualisierungen gemacht werden. Es kann ja nicht sein, dass wir uns in unserer Befindlichkeit, die eine Ostbefindlichkeit oder wie auch immer ist, so völlig da reinbohren und am Ende wieder genau bei diesen Fragen, politischen Fragen rauskommen. Außerdem, warum geht es immer nur um figurative Malerei, um gegenständliche Kunst? Hat es denn, es wurde angerissen, hat es denn in der DDR gar keine anderen Medien gegeben? Zum Beispiel Fotografie, Performance, das schlägt sich auch hier in keiner Sammlung wieder. Christine Schlegel sprach von den unsichtbaren Positionen. Viele von uns, und auch du, Christoph, wir kennen diese unsichtbaren Positionen. Die kommen nicht zum Vorschein, wenn hier eine Sammlung gezeigt wird, sondern die kommen nur zum Vorschein, wenn man eine Zusammenschau organisiert. Und damit wir nicht ewig an unserer vernachlässigten Ostidentität kranken, ich sag's nochmal, gucken wir nach Osten, weil wir dort Leute sehen, Künstler sehen, die in die Kontinuität eingebunden sind, die sich auch als international verstehen. Ich höre auf, aber wie gesagt, wir sitzen in einem Weltmuseum, nicht in einem DDR-Museum. Einlegen, aber ich habe gerade mit Frau Wagner gesprochen, dass wir noch 10 Minuten machen, und deswegen die herzliche Bitte, 3 Sätze oder 4. Erster Satz ist, Qualität ist unteilbar, ist absoluter Humbug, weil Kunst immer in meinem Wertgefüge ist und ich kann das nicht objektiv betrachten. Also ich wundere mich, dass es überhaupt nicht widersprochen wird. Ich halte das für Kokolores. Und das zweite ist diesen leidigen Satz, dass wir uns mal was gönnen sollten. Dann sollten wir uns ja vielleicht auch mal eine Ausstellung über Breker gönnen. Oder über andere. Das ist doch auch Unsinn. Es gibt nun mal in Biografien Momente, wo man eine Grenze überschreitet, und damit ist diese Biografie beschädigt. Vielen Dank. Bitte. Ich wollte nur einen Zuspruch machen zur Kunst, nämlich was Sitte betrifft. Ja, Pillen hat das ja schon angedeutet, wie Sitte immer und lange Zeit sozusagen auf einem Differenzkurs zum System, das er unterstützte, absolut als Kommunist, stand. Und nur ein Stichwort, das Hauptwerk von Sitte wurde von der DDR-Regierung zerstört, nämlich das Triptych von Polinice. Und das macht klar, wie ambivalent Systeme sind. Noch eine letzte Meldung für heute. Bitte. Also ich würde schon, auch wenn es schwierig ist, auch gerne über Qualitäten reden wollen. Weil wenn man sich die Ausstellung da oben anguckt, da sieht man zum Beispiel dieses unglaubliche KZ-Bild, nicht? Von Hans Grundig, und ich glaube, dieses Bild ist sehr gut, nicht nur weil es über seine Biografie beglaubigt ist, aber dann geht man den Weg dahin und da sieht man Bilder, ja, für Vietnam und ich weiß nicht was alles, die sind so schlecht gepinselt, man kann es kaum ertragen, also darüber muss man schon auch reden. Okay, ich sehe, dann verflechtet sich auch manchmal sicher wieder Moral und Qualität. Aber man kann das eigentlich nicht so, also mir ist das ein bisschen zu optimistisch betrachtet worden. Es war wirklich nicht alles gut, wie das da produziert wurde. Wir kommen langsam zum Schluss. Wir sind für Hans Grundig, ja, oder für Rosenhauer oder so, ja. Und es gibt auch, klar, großartige Bilder von Heisig, auch wenn ich persönlich schlechte Erfahrungen mit ihm habe. Man muss schon auch wirklich über das konkrete einzelne Bild reden. Vielen Dank.
Eine letzte Runde. Ich glaube, wir können heute Abend nicht alle Fragen klären. Wir haben natürlich die ganz großen Fragen hier schon aufgeworfen, politische, moralische, ästhetische, viele, viele andere Dinge. Was würden Sie sich wünschen, was sozusagen aus dieser Debatte, die wir heute Abend hier geführt haben, noch entsteht, was auch vielleicht aus dieser Ausstellung heraus, die jetzt auch ein Diskussionsangebot ist, entsteht, Eckhard Gehlen? Was wäre Ihr Wunsch für die nächsten ein, zwei Jahre? Wohin sollte sich das entwickeln? Ja, also Museen sind Schauhäuser, sind Häuser zum Schauen und nicht, wir müssen mal reden. Ja? Also ich glaube, wir haben genug geredet in den letzten Jahren und was ich amerikanische Freunde habe, ich könnte Ihnen gar nichts zeigen. Ja? Aber es ist eine Wende im Gange. Es gibt wirklich, es gibt Schwerin, es gibt die Moritzburg, es gibt Leipzig und da geht man sehr, sehr sorgfältig und sehr genau und mit vielen wechselnden Ausstellungen mit dem Thema um. Und deswegen wünsche ich mir eben auch, dass dieser Abend und dass diese Ausstellung hier dazu führt, dass man lockerer mit dem Thema umgeht, es einbaut und sozusagen jetzt nicht einmal und dann wegräumt, sondern intermittierend mit diesen Bildern umgeht und intelligente Formen findet, ein interessantes Schauhaus hier zu machen, das eben das Internationale und das Regionale verbindet, weil nämlich alle Museen Bürgermuseen waren. Leider ist Dresden kein Bürgermuseum, sondern feudales. Alle Bürgermuseen haben immer ihr Haus als international und regional betrachtet. Das können Sie in Bremen sehen, in Frankfurt sehen, in Köln sehen. Alle stolzen kommunalen Museen, die also mal aus der Reichsstadt kamen oder aus so einer Tradition, haben das immer als Einheit gesehen, nie getrennt. Während alle feudalen, von Karlsruhe angefangen, Berlin, ist es getrennt. Da gibt es das städtische Museum und da gibt es das sozusagen das höfische Museum. Und deswegen finde ich, sollte man das hier nicht trennen und sagen, das ist Sache der Dresdner Galerie, Penck ist Regionalkünstler, sondern man sollte es integrieren. Das wäre mein Wunsch. Ja, da muss ich schnell einschreiten. Ich denke, das machen wir und das machen wir seit geraumer Zeit und nicht erst ich, auch mein Vorgänger hat das gemacht. Wir gehen von der regionalen, von der lokalen Narration aus ganz stark. Ich habe das mal durchzählen lassen. Es sind weit über 70% tatsächlich Dresdner Künstler, die wir zeigen. Zum Ausgangspunkt der Debatte war tatsächlich, es ist ja nicht wahr, dass wir keine DDR-Kunst gezeigt hätten. Wir haben innovative Projekte im Sinn und das Aktuelle ist nicht gerade das, was ich im Sinn gehabt habe oder was der Umgang mit der Kunst in der DDR ist, den ich wirklich für fruchtbar halte. Da gibt es viel, viel bessere, interessantere Wege und da sind wir dran. Aber es ist nicht erst seit gestern, dass hier Kunst aus der DDR zu sehen ist. Das ist mir nochmal ganz wichtig zu sagen. Das ist ein super Anspruch, was ich zur Wende, und zwar was die DDR vor der Wende interessant gemacht hat, im Westen war nach der Wende Exotentum. Und ihr wart nur als Exoten für uns interessant, aus dem Blick des Westens. Jetzt ist Ausland Exotik, jetzt hinten anstellen, abwarten auf eine Neubewertung, eine Neuentdeckung und eine Neubewertung. Und das ist Warten auf Godot. Das war für viele aus der Generation, aus Künstler viel zu spät. Die haben keine Biografie mehr weiterentwickeln können. Helge Wagner hat es schon angesprochen, über verschiedene Projekte, die in der nächsten Zeit geplant sind, Susanne Altmann. Das wäre jetzt sozusagen Ihre Werbeeinladung für die Ausstellung, die Sie selber kuratieren, hier demnächst über Künstlerinnen. Nein, diesen Werbeblock habe ich schon, die Ausstellung mache ich schon, die öffnet am 7. Dezember, aber diesen Werbeblock habe ich auf einer Theorieebene versucht schon zu platzieren, nämlich den Ost-Ost-Kontext. Weil uns da nämlich Folgendes passiert, wir begegnen auch Medien, zum Beispiel Keramik, Textil, die so als Kunsthandwerk immer noch abgetan werden, oder experimentelle Bildmedien, die in den Sammlungen tatsächlich so nicht vertreten sind. Das können wir von Osteuropa lernen, dass diese, das ist nicht nur eine Genderfrage, sondern wirklich auch eine Frage der ästhetischen und formalen Mittel. Das können wir dann erleben und ein Beispiel dafür. Was mich aber zum Schluss noch viel mehr interessiert, oder Sie haben gesagt, was würde ich mir wünschen? Ich würde mir Folgendes wünschen. Aber nicht lange vorlesen. Nein, Sie vertrauen mir auch kein bisschen, oder? Ich darf noch mal aus dem umstrittenen Artikel von Herrn Kaiser vortragen. Keine Wand mehr da für die großen Dresdner Maler. Von Bernhard Kretschmar, Wilhelm Rudolf Rosenhauer, Wiegand Wolf, bis hin zu Peter Graf, Max Rudi, Stefan Blenkers und Bertus Giebe, Eberhard Köschl. Diese Replik würde ich mir in der Zukunft wünschen,
dass es hieße, keine Wende mehr da für Gertraud Möwald, Hedwig Bollhagen, Frau Metzges, Christa Jeidner, Agathe Böttcher, Christine Schlegel, Cornelia Scheimer. Das wäre doch eigentlich mal die Idee, über das zu reden. Das ist mein Wunsch. Vielen Dank. Ich glaube, die beiden Herren, da muss ich jetzt mal zur Ordnung rufen. Herr Tannert. Ich würde mir wünschen, dass in Zukunft wieder deutlicher unterschieden wird zwischen Marktwert und ästhetischem Wert. Viele Künstler mit DDR-Vergangenheit haben keinen Marktwert, aber sie haben einen hohen ästhetischen Wert. Na, ich wünsche mir ganz furchtbar vieles, natürlich den Weltfrieden und was nicht alles. Aber also ganz grundsätzlich ist es so, dass ich schon denke, wer sich selber und die sozusagen die kleinen Einheiten nicht versteht, der braucht die globalen gar nicht erst anfangen. Das heißt, also als erstes muss man mal versuchen, sozusagen eins zu eins miteinander zu reden, das versuchen wir, oder eins zu eins sich ein Bild zu stellen oder wie auch immer eine Installation oder welche Werke auch immer, und dann geht es irgendwie ins Größere rüber. Und darüber hinaus denke ich, dass die Kraft der zwei Systeme ja auch eine ist, die man sehr nutzbar machen kann, indem man nämlich einfach also das erlebt hat, weil wie schnell das geht, dass einem also einerseits alles unter den Füßen irgendwie wegbricht und andererseits also man eine Flexibilität irgendwie auch entwickelt hat, und da ist mir das Potenzial noch zu wenig gegeben. Ich wünsche mir ein kritisches Publikum und kontroverse Debatten über Kunst, dass wir sozusagen eine Atmosphäre bekommen, Entdeckung zu machen. In diesem Sinne Kopf hoch und nicht die Hände. Das letzte Wort hat der Künstler, der Ebersbach. Oh, Sie dürfen noch. Was wünschen Sie sich? Ich habe mir das schon gewünscht. Ich wünsche mir Wahrnehmung, nicht nur für mich. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Dan Altmann, Künstler, Ich danke Ihnen, Herr Walzer, für die Moderation des Abends. Ich danke Ihnen, liebe Gäste, fürs Dasein, fürs Mitdiskutieren. Ich finde, das war eine Diskussion auf sehr hohem Niveau. Ich bin wirklich sehr froh und ich möchte den Sponsoren, den Unterstützern noch danken, denn es kostet natürlich alles Geld. Wir mussten das sehr schnell organisieren, allein die Technik. Deshalb der Bundeszentrale für politische Bildung, ganz, ganz großen Dank, dass Sie so schnell eingesprungen sind. Der Stadt Dresden ebenso, die uns im Rahmen der Bewerbung zur Kulturhauptstadt auch unter die Arme gegriffen haben. Daneben Constanze Fritsch, die eben mit dem Mikro unterwegs war, die ganz, ganz doll unterstützt hat bei der Organisation. Vielen Dank. Es gibt jetzt Freigetränke und ich glaube auch noch ein paar Brezeln. Und ich hoffe, dass wir noch ein wenig weiter diskutieren können. Vielen Dank.